Du kannst eine Erinnerung nicht einfach so abrufen. Wenn du versuchst, dich an ein Detail zu erinnern, zum Beispiel an die Farbe des T-Shirts, das dein Freund letzte Woche trug, erinnerst du dich auch an andere Details. Zum Beispiel an den Ort, an dem du ihn gesehen hast, oder an Themen, über die ihr gesprochen habt. Der Hippocampus ist der Teil deines Gehirns, der Erinnerungen speichert. Er packt sie normalerweise zusammen, einschließlich mehrerer kleiner Details. Die Geschmacksknospen halten im Durchschnitt 10 Tage. Sie sind Cluster von Sinneszellen auf deiner Zunge. Die Knospen, die sich näher an der Oberfläche befinden, sind kurzlebiger. Das ist der Grund, warum du nach einer Zungenverbrennung nicht allzu lange warten musst, bis du wieder schmecken kannst. Eine Theorie besagt, dass das Déjà-vu eine Art Verzögerung bei der Verarbeitung im Gehirn ist. Wissenschaftler glauben, dass es passiert, wenn dein Gehirn Informationen von einer Seite auf die andere überträgt und es dabei eine Verzögerung von Sekundenbruchteilen gibt. Das bedeutet, dass dein Gehirn dieselbe Information zweimal erhält und sie als Ereignis verarbeitet, das bereits zuvor stattgefunden hat. Nur 30% der Menschen können ihre Nasenlöcher bewegen und ein Drittel kann den Daumen nach hinten biegen. Manche Menschen können ein dröhnendes Geräusch in ihrem Kopf erzeugen. Dazu müssen sie nur ihre Ohren oder Kiefer anspannen. Es gibt einen kleinen Muskel im Ohr. Er dämpft laute Geräusche, zum Beispiel wenn du kaust. Aber manche Menschen können diesen Muskel anspannen und das erzeugt ein hörbares Rumpeln. Deine Fingerspitzen sind empfindlich, aber 100-mal weniger empfindlich als deine Lippen. Du atmest viele verschiedene Arten von Ablagerungen ein, darunter 700.000 deiner eigenen Hautschuppen und das an nur einem Tag. Ein hypnotischer Ruck ist ein Zucken, das du beim Einschlafen erleben kannst. Es handelt sich dabei um eine abrupte Muskelbewegung, die während der Non-REM-Schlafphase auftritt. Das kann die Illusion eines Sturzes hervorrufen. Eine Theorie besagt, dass dein Gehirn beim Einschlafen die Entspannung deiner Muskeln als Zeichen dafür sieht, dass du in Schwierigkeiten bist und wirklich fällst. Also sendet es Signale an die Muskeln, um dich zu schützen, indem es sie anspannt. Synästhesie ist eine besondere und seltene Fähigkeit, bei der Menschen Musik schmecken oder Farben hören können. Nur einer von 2000 Menschen hat es. Für manche Menschen kann Koriander ähnlich wie Seife schmecken, weil die Pflanze eine Chemikalie enthält, die bei der Seifenherstellung verwendet wird. Aber nur 4-14% der Weltbevölkerung haben spezielle Gene, die diesen Geschmack erkennen können. 18% der Menschen können beide Ohren gleichzeitig bewegen, während 22% nur ein Ohr auf einmal bewegen können. Menschen, die das können, benutzen schwache, rudimentäre Muskeln, die wir von unseren Vorfahren geerbt haben, die sie wiederum mit Katzen gemeinsam hatten. Blutergüsse ändern mit der Zeit ihre Farbe. Ein blauer Fleck entsteht, weil es unter der Haut blutet. Winzige Blutgefäße werden gequetscht und etwas Blut wird dort eingeschlossen. Am Anfang ist ein Bluterguss rot, weil dieses Blut reich an Sauerstoff ist. Dann wird er violett, grün, gelb oder sogar grau, wenn die Sauerstoffkonzentration sinkt. Schweiß riecht nicht von selbst. Der unangenehme Geruch wird durch Bakterien auf deiner Haut verursacht. Wenn der Schweiß aus den Poren deines Körpers austritt, wird er von den Bakterien in Säuren zerlegt. Was die meisten Deos tatsächlich tun, ist, die Bakterien auf deiner Haut loszuwerden. Früher träumten die Menschen viel mehr in Schwarz-Weiß als heute. Das liegt daran, dass sie Schwarz-Weiß-Fernsehen gesehen haben. Blauschimmelkäse ist eine weitere Sache, die deine Träume beeinflusst und sie lebhafter macht. Eierschalen können für das Wachstum neuer menschlicher Knochen verwendet werden. Hühnereierschalen enthalten Calciumcarbonat, das du auch in deinen Knochen hast. Das Essen im Flugzeug schmeckt wahrscheinlich anders als auf dem Boden. Das liegt daran, dass deine Geschmacksnerven durch die Trockenheit und den Druck in der Kabine bis zu 30% ihrer Empfindlichkeit verlieren. Das gilt besonders für salzige und süße Speisen. Deine Nasenlöcher arbeiten nicht immer mit der gleichen Effizienz. Wenn du atmest, erledigt ein Nasenloch die meiste Arbeit und sie wechseln sich alle paar Stunden ab. Ohne Speichel könntest du kein Essen schmecken. Deine Geschmacksknospen haben Chemorezeptoren, die verschiedene Geschmacksrichtungen erkennen. Aber sie brauchen etwas Flüssigkeit, damit sich die Aromen mit ihren Molekülen verbinden können. Außerdem kannst du nichts schmecken, das der Speichel nicht auflösen kann.
Das Gehirn kann eigentlich keinen Schmerz empfinden. Es hat zwar ein Schmerzzentrum, aber verfügt selbst über keine Schmerzrezeptoren. Wenn dein Kopf schmerzt, spürst du das aufgrund der Nerven, des Gewebes und der Blutgefäße, die dein Gehirn umgeben. Ein einzelnes menschliches Haar kann ein Gewicht von 100 Gramm tragen. Das ist so viel wie 2 Schokoriegel. Zehennägel wachsen fast 4-mal langsamer als Fingernägel, die mehr beansprucht und häufiger benutzt werden. Es muss mindestens ein paar Fotos geben, auf denen du rote Augen hast. Wenn der Kamerablitz ausgelöst wird, sind deine Augen auf einen solchen Lichteinfall nicht vorbereitet. Deine Pupillen bleiben geweitet, deshalb wird das Licht von den roten Blutgefäßen der Aderhaut reflektiert. Hierbei handelt es sich um eine Gewebeschicht auf der Rückseite deines Auges, die deine Netzhaut mit Nährstoffen versorgt. Deine Zähne sind der einzige Teil deines Körpers, der sich nicht selbst heilen kann. Der Kaumuskel ist der stärkste Muskel, den du hast, gemessen an seinem Gewicht. Zusammen mit den anderen Kiefermuskeln kann er deine Zähne mit einer Kraft von 90 Kilogramm auf den Backenzähnen und 25 Kilogramm auf den Schneidezähnen schließen. Zwiebeln produzieren einen speziellen chemischen Reizstoff. Er stimuliert spezielle Drüsen in deinen Augen, sodass sie Tränen abgeben. Deine Nase kann sich bis zu 50.000 verschiedene Gerüche merken und mehr als 1 Billion Gerüche wahrnehmen. Abgesehen von eineigen Zwillingen hat jeder von uns einen eigenen, einzigartigen Geruch. Dieser Geruch wird zum Teil durch die Gene bestimmt, hängt aber auch von deiner Ernährung, Hygiene und der Umwelt ab. Schnee zu essen ist nicht der beste Weg, um hydratisiert zu bleiben. Dein Körper braucht zu viel Energie, um ihn in Wasser umzuwandeln. Schnee kann dir ein wenig Feuchtigkeit spenden, aber er senkt auch die Temperatur deines Körpers, was nicht die beste Voraussetzung ist, wenn du den harten Winter überleben willst. Im Stehen verbrennst du zwischen 100 und 200 Kalorien pro Stunde. Im Sitzen verbrennst du 60 bis 130 Kalorien, je nach Größe, Gewicht, Geschlecht und Alter. Gehirnfrost ist ein lästiger Eiscreme-Kopfschmerz. So sagt dir dein Gehirn, dass du langsamer machen und vielleicht aufhören sollst, etwas zu essen, das so kalt ist. Die Hauptaufgabe der Wimpern ist es, deine Augen vor Sand, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz in der Luft zu schützen. Deine Wimpern spüren, wenn etwas deinen Augen zu nahe kommt, wie ein Insekt, das auf dich zufliegt, und lösen deinen Blinzelreflex aus. Das Blinzeln hilft auch, wenn du winzige Partikel oder Ablagerungen, die in deinen Tränenpünktchen stecken, ausspülen musst. Das sind kleine Öffnungen in deinen Augenlidern, aus denen die Tränen herausgepumpt werden. Deine Augenbrauen verhindern, dass der Schweiß direkt in deine Augen läuft. Die dortige Haut und die Form deiner Knochen sorgen außerdem dafür, dass der Schweiß zu den Seiten deines Gesichts geleitet wird. Wir sind nicht die schnellsten, stärksten oder größten im gesamten Tierreich, aber wir sind die besten im Langstreckenlauf. Das liegt daran, dass wir lange Beine haben und unser Körper überschüssige Wärme durch Schwitzen verlieren kann. Schon vor langer Zeit haben unsere Vorfahren Tiere gejagt, indem sie sie über lange Zeiträume hinweg verfolgten. So konnten wir kleinere Lebewesen schließlich einholen. Die 5 grundlegenden Sinne sind Schmecken, Tasten, Sehen, Hören und Riechen. Aber der Mensch hat noch mehr Sinne als das. Propriozeption bedeutet, dass dein Körper seine Teile und deren Position wahrnimmt, auch wenn du sie nicht siehst. Wenn dein Arm zum Beispiel hinter deinem Rücken liegt, weißt du, dass er da ist. Wenn du eine Krake wärst, würdest du das nicht wissen. Diese Lebewesen wissen nicht, dass ihre Arme existieren, wenn sie sie nicht sehen können. Thermorezeption ist deine Fähigkeit, die Temperatur zu spüren. Equilibriozeption ist der Sinn für das Gleichgewicht. Außerdem gibt es die Nozizeption, das heißt, du kannst Schmerzen spüren. Und dann gibt es noch die Chronozeption. So kannst du die vergehende Zeit spüren. In der Tierwelt gibt es noch mehr Sinne, aber die haben wir Menschen nicht. Du kannst deine Geschmacksknospen nicht sehen. Die kleinen Beulen auf der Zunge sind Zungenpapillen. Es gibt 4 Arten von ihnen. Sie sind alle mit Geschmacksknospen bedeckt, außer der letzten. Diese ist für den Tastsinn auf deiner Zunge verantwortlich. In deinem kleinen Finger stecken 50% der gesamten Kraft, die du in deiner Hand hast. Deine Leber ist ein sehr wichtiges Organ, das viel arbeitet und für 500 einzelne Funktionen verantwortlich ist. Sie besteht bis zu 10% aus Fett und kann sich selbst regenerieren. Du kannst Kalorien verbrennen, während du ein heißes Bad nimmst, so viele wie bei einem halbstündigen Spaziergang. Die meisten Menschen brauchen 7 Minuten, um einzuschlafen. Diese Zeit wird kürzer, wenn du gerade eine große, leckere Mahlzeit gegessen hast.
Im Durchschnitt ist das Herz so groß wie deine Faust. Es schlägt 115.000 Mal pro Tag und pumpt täglich über 7.500 Liter Blut. Hey, sieh dir das an. Deine Knochen sind so konzipiert, dass sie täglich intensiv genutzt werden können. Einige von ihnen können die Kraft des 2- oder sogar 3-fachen deines Körpergewichts absorbieren. Das ist beeindruckend, aber deine Zähne sind noch stärker. Wenn du auf etwas beißt, kannst du einem unglaublichen Druck standhalten, bis zu 91 Kilogramm. Übrigens wird der Zahnschmelz als Teil deines Skelettsystems betrachtet. Immer wenn du deine Hand drehst, kreuzen sich die Knochen in deinem Unterarm. Greife deinen Arm und drehe deine Handfläche so, dass sie zuerst nach oben und dann nach unten zeigt. So kannst du überprüfen, ob es wahr ist. Nicht nur dein Körper besteht zu 60% aus Wasser, auch deine Knochen enthalten etwas Flüssigkeit. Etwa 25% der menschlichen Knochenmasse besteht aus Wasser. Das menschliche Auge hat etwas mit einem Automotor gemeinsam. Beide können ohne verschiedene Flüssigkeiten nicht richtig funktionieren. Das Auge braucht ebenso sehr Tränenflüssigkeit wie der Motor Öl. Die Tränenflüssigkeit sollte gleichmäßig über die Oberfläche deines Auges verteilt sein. Aus diesem Grund blinzelst du bis zu 20.000 Mal am Tag und dein Augenlid spielt dabei die Rolle eines Scheibenwischers. Der einzige Teil des menschlichen Körpers, der keine Nährstoffe aus dem Blut erhält, ist die Hornhaut, die klare Vorderfläche des Auges. Stattdessen wird sie von Tränenflüssigkeit an der Außenseite und speziellen Flüssigkeiten im Inneren ernährt. Wenn du errötest, bedeutet das, dass der Blutfluss in deinem Körper erhöht ist. Und dann werden nicht nur deine Wangen, sondern auch deine Magenschleimhaut etwas gerötet. Das liegt daran, dass sie viele Blutgefäße hat. Wenn in ihnen mehr Blut als gewöhnlich fließt, errötet die Magenschleimhaut. Deine Magenschleimhaut wird alle 3 bis 4 Tage ausgetauscht. Dadurch wird das Organ daran gehindert, sich selbst zu verspeisen. Die Verdauungssäuren sind dort außerordentlich leistungsfähig. Menschen können versehentlich kleine Gegenstände wie Plastik, Glas, Münzen oder viele andere Dinge verschlucken. Normalerweise richten sie keinen Schaden an und passieren den Verdauungstrakt innerhalb von 48 Stunden. Winzige Mengen Plastik, die du versehentlich verzehrst, schaden dir nicht. Aber dein Magen wird Probleme mit der Verdauung von Gras haben. Weidetiere haben spezielle Zähne und Mägen, um rohes Laub und Gras zu verarbeiten. Menschen sind nicht so ausgestattet. Der Magen ist der wichtigste Schutz des Immunsystems. Er enthält Salzsäure. Diese Säure beseitigt gefährliche Lebensmittelgifte, Viren und Bakterien, die mit der Nahrung aufgenommen werden. Der Magen selbst würde von dieser starken Säure verdaut werden, wenn die Schleimhaut ihn nicht schützen würde. Du hast 2 wirklich schnelle Muskeln. Sie kontrollieren das Schließen deiner Augenlider. Sie sind die schnellsten in deinem Körper. Deine Augen sind empfindlich und brauchen Schutz. Wenn ein spezieller Reflex ausgelöst wird, zum Beispiel wenn etwas plötzlich dein Auge berührt, brauchen diese Muskeln nur eine Zehntelsekunde, um die Augenlider zu schließen. Frauen blinzeln in der Regel öfter als Männer. Und je älter du wirst, desto häufiger tust du es. Übrigens, wenn du mit einem Freund einen Film anschaust, blinzelt ihr beide gleichzeitig. Glaubst du, dass du deinen festen Händedruck deinem Krafttraining zu verdanken hast? Das liegt wohl eher an deinem kleinen Finger. War nur ein Scherz. Und trotzdem ist der kleine Finger der stärkste Finger, den es gibt. Er ist für 50% der gesamten Handkraft verantwortlich. Aber der meistgenutzte Finger ist der Daumen. Wenn eine Person ihn verliert, wird dessen Hand 40% weniger beweglich. Oh, und der Daumen hat seinen eigenen Puls, dank der durch ihn verlaufenden Arterie. Deine großen Zehen tragen mehr als 40% deines Gewichts, mehr als alle anderen Zehen zusammen. Alles in allem sind alle deine Zehen ziemlich wichtig. Sie stützen und balancieren dich beim Gehen und wenn du rennst, helfen sie dir, schneller zu sein. Weniger als 2% der Menschen haben von Natur aus rotes Haar. Es folgen Blondinen, etwa 3%, und alle möglichen Brauntöne, etwa 11%. Die weltweit häufigsten Haarfarben sind jedoch schwarz und dunkelbraun. Haare sind nahezu unverwüstlich. Sie können verbrannt oder von starken Säuren angegriffen werden, aber das ist so ziemlich alles, was man tun kann, um sie zu zerstören. Dein Haar hört normalerweise ab einer bestimmten Länge auf zu wachsen. Und da ein Haar 2 bis 7 Jahre lebt, ist es normalerweise nicht länger als 106 cm.
Erzählt das dieser Dame aus China, die mit dem längsten Haar aller Zeiten den Guinness-Weltrekord aufgestellt hat. Im Jahr 2004 war es etwas mehr als 5 Meter lang. Wow, wie lästig. Nägel können auch umwerfend lang wachsen. Einige der längsten Nägel der Welt gehörten diesem Typen aus Indien. Ihre Gesamtlänge betrug 9 Meter, was fast so lang wie ein Londoner Doppeldecker ist. Der Mann schnitt sie bereits 2018 ab, den Nagel auf den Kopf getroffen. Nägel helfen uns zwar, kleine Gegenstände zu fangen und Aufkleber abzulösen, aber das ist noch nicht alles. Wenn du keine starke Struktur hättest, gegen die du drücken könntest, würdest du nicht verstehen, wie fest du Dinge halten solltest. Nicht nur deine Haare und Nägel, sondern auch deine Leber kann wachsen. Sie ist das größte innere Organ mit der größten Masse. Die Leber kann sich von nur 51% ihrer ursprünglichen Masse wieder vollständig zu ihrer vollen Größe regenerieren. Gleichzeitig führt eine ständige Schädigung der Leber zu Narben. Das größte Organ deines ganzen Körpers ist die Haut. Sie macht mehr als 15% deines gesamten Körpergewichts aus. Menschen verlieren 30.000 bis 40.000 Hautzellen jede einzelne Minute. Das entspricht 4 Kilogramm Hautzellen pro Jahr. Kennst du den Staub in deinem Haus? Jetzt weißt du, wo ein Teil davon herkommt. Die Zunge ist nicht das einzige Organ, das dir hilft, Geschmack zu erkennen. Auch die Nase spielt dabei eine entscheidende Rolle. Es wird oft gesagt, dass die Nase für 75 bis 95% deiner Geschmackswahrnehmung verantwortlich ist. Versuche beim nächsten Essen die Nase zuzuhalten. Nage an einer Zwiebel oder iss geräucherten Fisch. Es ist nicht so, dass du überhaupt keinen Geschmack haben wirst, aber er wird viel dumpfer sein. Deine Geschmacksknospen funktionieren nicht richtig, wenn dein Mund zu trocken ist. Du wirst den Geschmack einfach nicht bemerken, bis das Essen mit Speichel bedeckt ist. Er enthält Enzyme, das sind komplexe Eiweißmoleküle. Diese beginnen deine Nahrung aufzuschlüsseln, sobald sie in deinen Mund gelangt. Eine kürzlich durchgeführte Studie hat herausgefunden, dass Menschen mehr als 1 Billion Gerüche unterscheiden können. Man neigt dazu, sich an Gerüche besser zu erinnern als an Töne oder Bilder. Deshalb können Gerüche weit entfernte Erinnerungen hervorrufen. Wenn man schläft, nimmt man keine Gerüche wahr. Dein Geruchssinn schaltet sich nachts grundsätzlich ab. Selbst wenn es in deinem Zimmer einen schrecklichen Gestank gibt, wirst du ihn nicht wahrnehmen. Ich bin sicher, mein Hund ist erleichtert, das zu hören. Die Farbe deiner Träume scheint durch die Sendungen, die du als Kind gesehen hast, beeinflusst zu werden. Wenn es schwarz-weiß war, hast du wahrscheinlich häufiger monochrome Träume gehabt. Wenn du Farbfernsehen gewohnt bist, sind deine Träume wahrscheinlich farbenfroh. Was für Träume hatten die Menschen im Mittelalter damals? Ritter von Nie? Dein Herz kann dich verraten, wenn du lügst, indem es anfängt, schneller zu schlagen. Frauenherzen sind gewöhnlich kleiner als Männerherzen. Deshalb müssen sie härter arbeiten und mehr Schläge erzeugen. Sonst können sie nicht genug Blut pumpen. Selbst wenn du dir 2-mal täglich die Zähne putzt und nie die Mundspülung vergisst, bleibt dein Mund immer noch eines der schmutzigsten Körperteile. Millionen von Bakterien leben dort. Die gute Nachricht ist, dass die meisten von ihnen gut für deine Gesundheit sind. Sie schützen deinen Körper vor schlechten Bakterien und Viren. Der zweitschmutzigste Ort ist dein Bauchnabel. Man benutzt ihn nach der Geburt nicht mehr wirklich. In diesem verlassenen Bereich sammeln sich also alle Arten von Keimen, Schweiß und Schmutz an. Der Bauchnabel enthält über 2300 Bakterienarten und er braucht besondere Aufmerksamkeit. Man sagt, die Augen wachsen nicht mit dem Rest des Körpers. Nun, das stimmt nicht 100%ig, denn die Augen sind erst mit etwa 21 Jahren voll entwickelt. Aber die absoluten Wachstumschampions hier sind deine Ohren und Nase. Diese hören nie auf zu wachsen. Wow, was war das nochmal mit den Elefanten? Das muss ein anderes Video gewesen sein. Wenn alle deine Blutgefäße zu einer einzigen Linie gestreckt würden, dann wärst du in einer wirklich schwierigen Lage. Aber sie würden 4-mal um die Erde reichen. Du kannst dich nicht selbst kitzeln, egal wie sehr du es auch versuchst. Du hast es gerade geprüft und bist gescheitert, nicht wahr? Das liegt daran, dass dein Gehirn dich warnt, dass du gleich gekitzelt wirst, was es nicht tun kann, wenn es jemand anderes ist. Hast du dich schon einmal gefragt, warum du dich nach dem Mittagessen so schläfrig fühlst? Einer der Gründe ist dein Tagesrhythmus, der in einem 24-Stunden-Zyklus verläuft. Er verlangt, dass du 7 Stunden nach dem Aufwachen ein Nickerchen machst und das Essen trägt nur noch mehr zu diesem Effekt bei. So einfach ist das. Hoppla! Entschuldigung, es ist Zeit. So.
Wusstest du, dass der Meeresspiegel auf der Erde im Durchschnitt jedes Jahr um 3,5 mm steigt? Wir sollten uns alle Schwimmflügel besorgen. Deshalb meine Frage: Was wäre, wenn wir am Ende unter Wasser leben? Es gibt Beweise, dass sich Menschen daran anpassen könnten, so wie die Bajau zum Beispiel. Das ist eine Volksgruppe, die in Südostasien lebt. Die Leute dort haben eine vergrößerte Milz entwickelt. Die Milz ist das Organ, das sauerstoffreiche rote Blutkörperchen speichert. Wenn diese Zellen in den Blutkreislauf abgegeben werden, kann länger unter Wasser getaucht werden. Dadurch können die Bajau locker in einer Tiefe von 780 Metern tauchen. Um unter Wasser zu leben, müsste unser Körper größer werden, um den Wärmeverlust auszugleichen. Wir wissen nämlich, dass größere Tiere mehr Wärme produzieren. Außerdem müssten uns Schwimmhäute an Fingern und Zehen wachsen, damit wir in der Tiefsee klarkommen. Unsere zwei Beine bräuchten wir dann eigentlich nicht mehr. Sie würden zusammenwachsen. Unsere Augen würden auch größer werden, damit wir besser sehen können. Wenn ich es mir recht überlege, würden wir am Ende wie Meermenschen aussehen. In der Wissenschaft hat man sich sogar mit der Möglichkeit beschäftigt, dass Menschen fliegen können. Bei den fliegenden Lebewesen kommt es auf die richtige Körpergröße und den richtigen Stoffwechsel an. Wir müssten die Fähigkeit entwickeln, Treibstoff, also Nahrung und Wasser, effektiver zu nutzen, um Energie zum Abheben zu haben. Vögel haben zum Beispiel einen sehr hohen Stoffwechsel, das heißt, alle Prozesse in ihrem Körper laufen schneller ab. Das Herz eines Kolibris schlägt bis zu 1200 Mal pro Minute. Das Herz eines Sportlers schlägt aber nur 220 Mal pro Minute. Dass wir eines Tages fliegen können, ist also fast unmöglich. Es gibt aber auch keinen selektiven Druck auf unsere Spezies, sich Flügel wachsen zu lassen und fliegen zu lernen. Außerdem müssten wir dafür kleiner werden, Knochendichte verlieren und einen Großteil unserer Muskelmasse aufgeben. Wir müssten auch unsere Zähne aufgeben, um leichter zu werden. Also ich gebe dafür nicht meine Zähne her. Wenn unsere Arme zu Flügeln werden würden, könnten wir nicht mehr die Dinge tun, die wir normalerweise mit unseren Händen machen. Wir würden zu einer ungeschickten Version von uns selbst werden. Und um separate Flügel zu bekommen, müssten sich unser Skelett und unsere Muskelstruktur über Millionen von Jahren radikal verändern. Die Vorstellung, dass Menschen auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem leben, ist gar nicht sehr weit hergeholt. Je nachdem, welchen Planeten wir besiedeln, werden sich auch unsere Gesichtszüge verändern. Unsere Augen werden größer, wenn wir auf Planeten leben, die weiter von der Sonne entfernt sind. Denn wenn es weniger Licht gibt, brauchen wir größere Augen, um sehen zu können. Unsere Haut wäre auch stärker pigmentiert, denn ohne schützende Ozonschicht der Erde braucht sie Schutz vor der schädlichen UV-Strahlung. Wir könnten sogar dickere Augenlider und größere Augenbrauen bekommen, wegen der kosmischen Strahlung. Interessant ist, dass wir ein drittes Augenlid entwickeln könnten, um unsere Augen vor den rumfliegenden kleinen Teilchen zu schützen. Denn die Schwerkraft auf anderen Planeten wird schwächer sein als auf der Erde. Auch unsere Nasenlöcher würden größer werden. Wir brauchen sie, um besser atmen zu können, da der Sauerstoff auf den neuen Welten wahrscheinlich knapper ist als auf der Erde. Wir könnten auch dickeres und dichteres Haar bekommen, damit unser Kopf vor der Strahlungsbelastung geschützt ist. Auf dem Mars zum Beispiel ist die Strahlung im Durchschnitt 40 bis 50 Mal höher als auf der Erde. Gut ist, dass wir schon heute eine Menge Technologie nutzen. Aber anstelle von Smartwatches und Brillen werden wir kleinere und subtilere Gadgets haben. Dinge wie Kommunikationskontaktlinsen könnten schon bald Standard sein. Anstelle von Kopfhörern bekommen wir Miniaturknochenleitsysteme, die über dem Ohr implantiert werden. Wissenschaftlich kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie wir Menschen in 1000 Jahren aussehen, aber man kann anhand früherer Evolutionsmuster Vorhersagen treffen. Im Mittelalter hatten die Menschen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 35 Jahren. Damals mussten sie hart arbeiten und auch schon sehr früh Nachkommen zeugen. Heute hat sich die Lebenserwartung mehr als verdoppelt. Immer mehr Leute werden 100 oder sogar 110 Jahre alt. Wir können davon ausgehen, dass die Menschheit in Zukunft noch länger lebt als wir heute. Was ist mit unserer Größe? Viele Tiere sind im Laufe der Zeit größer geworden. Das haben wir bei den Dinosauriern, Walen, Pferden und auch bei Menschen gesehen. Unsere Vorfahren, die vor 4 Millionen Jahren lebten, waren klein. Sie waren zwischen 1,20 Meter und 1,50 Meter groß. Wir werden immer größer, weil wir uns besser ernähren. Aber auch unsere Gene entwickeln sich weiter. Einer Studie zufolge haben Menschen, die überdurchschnittlich groß sind, vorteilhaftere Gene. Aber je größer wir werden, desto zerbrechlicher werden wir auch.
In den letzten 2 Millionen Jahren sind unsere Skelette leichter geworden. Das liegt auch daran, dass wir viele Hilfsmittel für die tägliche Arbeit nutzen. Seit Beginn der Landwirtschaft sind wir weniger aktiv, weshalb unsere Knochen weniger dicht sind. Und weil wir heute mehr Zeit am Schreibtisch verbringen, wird sich unsere Knochenstruktur anders entwickeln, was unsere Haltung verändern wird. Aber der Trend zu größeren Körpern kann nicht ewig weitergehen. Es gibt eine Grenze bei der Körpergröße. Du musst nämlich wissen, dass der Druck auf das Gewebe bei sehr großen Körpern stärker ist als bei mittelgroßen. Wenn unsere Körper immer größer werden, muss sich auch die Form ändern. Aber auch unsere Psyche und unsere Persönlichkeit werden sich drastisch verändern. In den letzten 6 Millionen Jahren hat sich die Größe unseres Gehirns ungefähr verdreifacht. Du denkst jetzt vielleicht, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, aber das wird er nicht. Unsere Gehirne werden sogar wieder kleiner. Die Forschung hat nämlich gezeigt, dass die Größe des menschlichen Gehirns vor etwa 20.000 Jahren, kurz vor der Einführung der Landwirtschaft, ihren Höhepunkt hatte. Dann begann unser Gehirn zu schrumpfen. Warum, weiß man nicht genau. Eine Erklärung ist, dass die Menschen weniger Fette und Proteine zu sich nahmen, weil durch die Landwirtschaft mehr Gemüse gegessen wurde. Große Gehirne konnten nicht mehr ausreichend ernährt werden. Übrigens braucht unser Gehirn viel Energie. Es verbraucht etwa 20% unseres täglichen Energievorrats. Und was ist mit unserer Persönlichkeit? Wir müssen eigentlich nicht mehr so aggressiv sein wie die alten Jäger und Sammler. Auch unsere sozialen Interaktionen haben sich verändert. Früher konnten die Menschen nicht weit reisen oder über weite Strecken kommunizieren. Deshalb gingen enge Beziehungen nicht über die Mitglieder ihrer lokalen Gruppe oder ihres Stammes hinaus. Heute können wir um die ganze Welt reisen, telefonieren, chatten, den Job so oft wie nötig wechseln und uns sogar online treffen. Dadurch sind wir aufgeschlossener, offener und toleranter geworden. Und wir wurden anpassungsfähiger gegenüber anderen Kulturen aus der Welt. Vor etwa 300.000 Jahren gab es 9 Menschenarten, die auf der Erde lebten. Die anderen 8 Arten sind wahrscheinlich wegen der Klimaveränderungen ausgestorben. Im Moment gibt es nur uns, aber wer weiß, ob sich nicht schon eine neue Menschenart entwickelt. Aber weil wir nicht mehr durch physische Distanzen getrennt sind, ist das eher unwahrscheinlich. Damit es verschiedene Arten gibt, müssten sich Menschen in isolierten Gruppen entwickeln. In der Genetik wird das Phänomen, in dem wir leben, die große Mischung genannt. Das heißt, wir werden uns im Laufe der Generationen immer ähnlicher. Die Weltbevölkerung vermischt sich, denn wir vermehren uns nicht mehr nur innerhalb unseres Standorts. Wenn genug Zeit vergeht, wird die menschliche Rasse immer homogener. Sie wird ein Durchschnitt aus dem, was wir heute sehen. Früher hatten wir größere Kiefer, damit wir unverarbeitetes Essen besser runterbekamen. Heute haben wir kleinere Kiefer und dadurch weniger Platz für alle 32 Zähne, weshalb oft die Weisheitszähne raus müssen. In der Wissenschaft heißt es, dass sich die Anzahl unserer Zähne nicht ändern wird. Aber wegen unserer Essgewohnheiten, also wegen des weicheren Essens, werden unsere Kiefer noch kleiner und die Zähne stehen dann noch enger. Ich sage, holt die harten Müsli-Riegel raus. Und was ist mit unserem Daumen? Es gibt Daten, die darauf hindeuten, dass einige Jugendliche einen überdurchschnittlich großen Daumen haben. Das liegt aber wohl an den Videospielen. Die Daumenmuskeln haben sich angepasst, weil sie stark beansprucht wurden, aber das ist keine genetische Veränderung. Diese Kiddies haben zwar einen größeren Daumen, aber der wird nicht an die nächsten Generationen vererbt. Ein großer Daumen wäre aber praktisch, um per Anhalter zu fahren. Ich meine ja nur. Wie viele Sinne hast du? Du sagst, es sind 5? Dann sag ich dir, das ist nicht ganz richtig. Schmecken, tasten, riechen, sehen und hören sind nicht die einzigen Sinne, die wir haben. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass wir zwischen 9 und 20 Sinne haben. Dazu gehören die Thermowahrnehmung, also der Sinn für Wärme, und natürlich auch der Gleichgewichtssinn. Und dann gibt's da noch den Sinn für Zeit, aber den hat nicht jeder. Das weiß ich am besten. Früher dachte man ja, es gäbe nur 8 Blutgruppen, aber es gibt über 30 bekannte Blutgruppensysteme. Und was ist die Lieblingsblutgruppe auf der Sonnenseite? B-Positive. Verstehst du? Naja. Wusstest du, dass du für jedes Pfund Fett, das du zunimmst, etwa 1,5 Kilometer neuer Blutgefäße im Körper bildest, die deinen Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen?
Apropos neu, dein Magen gönnt sich alle 6 Tage einen Tapetenwechsel, damit er sich nicht selbst verdaut. Dazu senden deine Nervenzellen 1000 Nervenimpulse pro Sekunde aus. Sie bewegen sich mit 1 bis 430 Kilometer pro Stunde. Und deine DNA enthält 100.000 Viren. Richtig gehört. Man hat sie entdeckt und wissenschaftlich auf ein Alter von 100 Millionen Jahre datiert. Genauso krass ist der Fakt, dass dein Körper Licht ausstrahlt. Um 16 Uhr bist du am hellsten und um 10 Uhr ist dein Leuchten sehr schwach. Aber dieses Leuchten ist nicht intensiv genug, genauer gesagt 1000 Mal geringer, als wir mit unseren Augen sehen können. Der Sommer ist fast da und der Schweiß fließt wieder in Strömen. Immerhin besteht er aus Wasser, Proteinen, Zucker, Ammoniak und noch ein paar anderen Stoffen. Darunter sind auch winzige Mengen an Spurenelementen wie Kupfer, Zink, Nickel, Eisen und so. Weißt du, warum Schweiß so salzig schmeckt? Wegen des enthaltenen Natriums. Und je mehr Salz du konsumierst, desto salziger wird dein Schweiß. Dein Körper versucht, den Salzüberschuss loszuwerden und der schnellste Weg ist, ihn einfach rauszuschwitzen. Wenn du etwas schneller als 3 Kilometer pro Stunde gehst, müsstest du 20 Stunden am Stück laufen, um ein halbes Kilo abzunehmen. Und du würdest 518 Tage und 8 Stunden brauchen, um den Äquator abzulaufen. Weißt du, warum Ohrenschmalz Schmalz heißt? Weil es so viel Fett enthält. Dazu noch Hautzellen, Schweiß und Schmutz. Lecker. Das menschliche Gehirn wird bereits im ersten Lebensjahr 3-mal so groß und falls du noch keine 25 Jahre alt bist, dann wächst es auch noch. Übrigens besteht das Gehirn aus etwa 60% Fett und ist in der Lage, elektrische Energie von etwa 23 Watt zu erzeugen. Das reicht schon aus, um eine kleine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Mal ehrlich, du bist auch nicht besonders gut im Multitasking, oder? Unser Gehirn kann nur eine Handlung gleichzeitig ausführen. Es wechselt zwischen ihnen hin und her, was aber nicht bedeutet, dass du Zeit sparst, sondern es erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen. Und dann dauert's länger. Falls eine Prüfung ansteht oder du dich bei der Arbeit auf eine wichtige Aufgabe konzentrieren musst, dann kau Kaugummi. Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass du dich so länger auf eine Aufgabe konzentrieren kannst. Studien kommen sogar zu dem Schluss, dass Kaugummi eine bessere Prüfungshilfe ist als Koffein. Im Kaugummi ist nichts Besonderes drin, aber das Kauen aktiviert dein Gehirn. Allerdings hält die Wirkung nur etwa 20 Minuten. Wusstest du, dass sich deine Fingerabdrücke schon im 3. Monat als Embryo formen? Oder dass deine Knochen 4-mal härter sind als Beton? Der stärkste Knochen ist dein Oberschenkelknochen. Er kann etwa das 30-fache Gewicht eines erwachsenen Menschen tragen. Noch verrückter ist, dass unsere Knochen aus Verbundmaterial bestehen. Das heißt, sie sind hart und elastisch zugleich. Sommer heißt Sonnenbrand wegen der Strahlenbelastung. Wenn die natürlichen Abwehrmechanismen deines Körpers bei der Abwehr der UV-Strahlen überfordert sind, kommt es zu einer toxischen Reaktion, die zu Sonnenbrand führt. Wenn du im Gegensatz dazu eine Gänsehaut bekommst, dann liegt das am evolutionären Reflex, der noch von unseren Vorfahren stammt. Durch die Ausschüttung von Adrenalin stellten sich ihre Haare auf und unsere Vorfahren sahen furchterregender aus. Wusstest du, dass du jeden Tag 1 bis 3 Liter Speichel produzierst? Das ist gut, denn der hilft der Verdauung und wehrt Krankheitserreger ab. Du hast auch eine Menge Bakterien in deinem Mund. Die durchschnittliche Menge an Bakterien im Mund eines Menschen entspricht fast der Anzahl der Leute, die auf der Erde leben. Das ist schwer zu verdauen. Jeder Mensch hat etwa 150.000 Haare auf dem Kopf, außer ich. Und jedes Haar wächst etwa 0,5 Zentimeter pro Monat. Wenn wir das Wachstum jedes Haares zusammennehmen würden, käme eine Strecke von 16 Kilometern im Jahr raus. Dein Haar ist auch viel stärker, als du wahrscheinlich denkst. Eine einzige Strähne kann etwa 85 Gramm halten, was so schwer ist wie ein Apfel. Wenn wir die Kraft aller Haare auf deinem Kopf kombinieren würden, könnten sie das Gewicht von 2 Elefanten halten. Das würde ich gerne ausprobieren. Das schlagende Geräusch, das dein Herz macht, ist das Klatschen der Herzklappen, die sich öffnen und schließen. Dein Herz vermehrt seine Zellen nicht, es sei denn, du hast eine Verletzung. Übrigens werden die Hornhäute in deinen Augen nicht mit Blut versorgt. Sie beziehen Sauerstoff direkt über die Luft.
Wenn du aufrecht sitzt oder stehst, fällt es dir leichter, positive Erinnerungen abzurufen, die dir ein gutes Gefühl geben. Manche sagen, das liegt an der aufrechten Position mit geradem Rücken, was die Durchblutung fördert, wodurch dein Gehirn mehr Sauerstoff bekommt. Der Mann mit der tiefsten Stimme der Welt kann Töne erzeugen, die Menschen, ihn eingeschlossen, gar nicht hören können. Aber Elefanten können sie hören. Venen sehen blau aus, weil das Licht durch Haut und Fettschichten hindurch muss, um sie zu erreichen. Deine Haut streut einen großen Teil des roten Anteils vom weißen Licht, bevor es das Blut reflektiert. So bleibt nur das blaue Licht übrig, das zu deinen Augen zurückprallt. Falls du an Anosmie leidest, kannst du Gerüche nicht wahrnehmen. Phantosmie ist das Gegenteil davon, das heißt, jemand riecht etwas, das gar nicht da ist. Das menschliche Gehirn hat 100 Milliarden Neuronen. Es besteht zu 73% aus Wasser und das gleiche gilt auch fürs Herz. Deshalb fühlst du dich müde, wenn dein Gehirn 2% seiner Flüssigkeit verliert. Außerdem verschlechtert sich dein Gedächtnis, deine Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer und deine Stimmung rutscht in den Keller. Der früheste bekannte Mensch mit blauen Augen lebte in der Steinzeit, vor 7000 Jahren. Deine rechte Niere ist kleiner und sitzt tiefer als deine linke Niere, weil sie Platz für deine Leber lässt. Übrigens sorgt dein Gehirn dafür, dass du nicht zu wenig oder zu viel Wasser trinkst. Nachdem du etwas getrunken hast, senden dein Mund und dein Rachen Signale an dein Gehirn, die sagen, dass du aufhören sollst zu trinken. Andernfalls würdest du während der gesamten 10 bis 60 Minuten, die die Flüssigkeit braucht, um zu deinen Zellen zu gelangen, zu viel Wasser trinken. Deine Augen sehen etwas für 13 Millisekunden und schon verarbeitet dein Gehirn dieses Bild. Ein durchschnittlicher Blinzer dauert übrigens zwischen 100 und 400 Millisekunden. Obwohl die Zunge nicht der stärkste Muskel in deinem Körper ist, wird sie nie müde. Das liegt daran, weil sie aus 8 miteinander verwobenen Muskeln besteht. Übrigens ist die Zunge der einzige Muskel, der nicht mit einem Knochen verbunden ist. Andere Muskeln sind an beiden Enden mit 2 Knochen verbunden. Sonst könnten wir keine Bewegung machen. Es gibt etwa 700 verschiedene Bakterienarten in deinem Mund und über 6 Milliarden von ihnen leben da drin. Deine Haut ist dein größtes Organ, so groß wie 2 Badetücher. Die Haut macht etwa 16% des Körpergewichts aus und ist etwa 2 Quadratmeter groß. Wenn du 8 Stunden am Tag 60 Wörter pro Minute tippen würdest, bräuchtest du 50 Jahre, um das menschliche Genom zu schreiben. Das schaffst du aber nicht, wenn es heiß ist. Das liegt daran, dass dein Körper viel zu tun hat, um sich abzukühlen. Du bist also auch dann erschöpft und müde, wenn du dich körperlich nicht anstrengst. Dein Körper hat 78 Organe, aber nur 5 davon sind überlebenswichtig. Das Gehirn, die Leber, die Nieren, die Lunge und das Herz. Oh, das Telefon klingelt. Muss bestimmt was Dringendes sein und das um 23 Uhr. Aber alle Geräte im Haus sind aus. Es sind deine Ohren, die klingeln. Vielleicht hörst du auch ein Zischen, Pfeifen, Summen oder ein Brüllen, aber all diese Geräusche haben keine externe Quelle, weshalb man sie auch Phantomgeräusche nennt. Sie können in einem oder beiden Ohren auftreten, ständig oder nur von Zeit zu Zeit. Am deutlichsten sind sie nachts zu hören, wenn dich nichts ablenkt. Frauen haben mehr Geschmacksknospen auf der Zunge als Männer. Daher sind 35% der Frauen und nur 15% der Männer Superschmecker. Das sind Menschen, die Geschmäcker stärker wahrnehmen als andere. Linkshänder kauen übrigens lieber auf der linken Seite und Rechtshänder, du hast es erraten, kauen rechts. Selbst wenn du deine Fingerabdrücke unkenntlich machst, sie wachsen im selben einzigartigen Muster wieder nach. Und nun zum letzten Fakt für heute. Beim Atmen nutzt einer deiner Lungenflügel nur 5% des eingeatmeten Sauerstoffs. Tschüss! Ich hab das gerade ausprobiert. Zwick deinen Ellenbogen so fest du kannst. Du spürst kaum einen Schmerz. Stimmt's? Warum? Weil verschiedene Bereiche deiner Haut unterschiedliche Nervenenden haben. Unser Körper ist so konzipiert, dass er an den Stellen, die besonders gefährdet sind, stärker auf Schmerzen reagiert. Dort gibt es mehr Nervenenden, damit wir diese Stellen besser schützen. Und die Haut, die wir am Ellenbogen haben, hat weniger Schmerzrezeptoren. Aber ich rede nicht von dem kribbelnden Schmerz, den du spürst, wenn du den Ellenbogen gestoßen hast. Du kennst diesen Schmerz, der sich so anfühlt, als ob dein Arm einen Stromschlag bekommen hätte.
Das ist kein Gefühl, das dich vor Freude tanzen lässt, auch wenn er vom Musikantenknochen kommt. Der übrigens gar kein Knochen ist. Es ist ein Nerv, der in deiner Wirbelsäule beginnt, zu deinem Nacken und durch deinen Ellenbogen zu den Fingern verläuft. Sein richtiger Name ist Nervus ulnaris. Er ist einer der drei Hauptnerven in deinem Arm und sorgt für dein Fingerspitzengefühl. Der Nerv in der Elle ist durch Muskeln, Fett und Knochen gut geschützt. Aber an deinem Ellenbogen liegt dieser Nerv frei. Und dort nennen wir ihn Musikantenknochen. Eine andere, aber nachvollziehbare Version der Achillesgeschichte. Okay, jetzt weißt du, warum du Schmerzen empfindest, wenn du dir den Musikantenknochen stößt und warum du kaum etwas spürst, wenn du dir in den Ellenbogen zwickst. Das nächste Phänomen hat mit sozial unangenehmen Momenten zu tun. Okay, so unangenehm sind die wahrscheinlich gar nicht. Es kann auftreten, wenn dein Schwarm dir ein Kompliment macht. Es geht also ums Erröten. Ich bin mir fast nicht sicher, ob es diese Schmetterlinge im Bauch gibt, wenn man verliebt ist, aber ich weiß, wenn du errötest, wird auch deine Magenschleimhaut rot. Ich habe nachgeschaut. Die Magenschleimhaut ist das Gewebe, das deine Magenwand vor der Magensäure schützt. Wenn du errötest, wird auch diese rot. Beim Erröten steigt nämlich das Blut an die Oberfläche der Haut und das passiert auch beim Magen. Es ist ein natürlicher Prozess, eine physiologische Reaktion auf die Veränderung deiner Gefühle. Da wir gerade beim Magen sind, kann ich dir auch gleich erzählen, dass deine Magensäure die Fähigkeit hat, einen Stahltisch zu zersetzen. Das heißt im Umkehrschluss, die Säure wäre in der Lage, deine Organe zu verdauen. Aber zum Glück gibt's die Magenschleimhaut, die das verhindert. Weißt du eigentlich, dass du im Dunkeln leuchtest? Mach jetzt nicht das Licht aus, denn dein Leuchten kannst du mit bloßem Auge nicht sehen. Diese Bilder von glitzernden Menschen stammen von hochempfindlichen Kameras. Eine japanische Forschungsgruppe konnte als erstes Bilder der menschlichen Biolumineszenz aufnehmen. Nur hochempfindliche Kameras zeigen, dass unser Körper winzige Lichtmengen aussendet. Dieses Licht ist aber tausendmal schwächer als das, was unsere Augen erkennen können. Offenbar produzieren alle Lebewesen dank chemischer Reaktionen in den Zellen eine kleine Menge Licht. Und der Mensch wurde jetzt in diese Liste aufgenommen. Die Forschungsgruppe hatte die Oberkörper der Freiwilligen mehrere Tage lang fotografiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die Menge des ausgestrahlten Lichts einem 24-Stunden-Zyklus folgte. Das Leuchten ist am späten Nachmittag am stärksten und in der Nacht am schwächsten. Außerdem geht das hellste Licht von den Wangen, der Stirn und dem Nacken aus. Interessant ist, dass sie nicht mit den hellsten Bereichen übereinstimmen, die von Wärmekameras erfasst wurden. Wusstest du eigentlich, dass du morgens größer bist als am Abend? Ja, ich habe dich nachts vermessen. Im Ernst, dieser Höhenunterschied hängt mit der Schwerkraft zusammen. Die Schwerkraft drückt die Knorpel in deiner Wirbelsäule und deinen Knien zusammen, wenn du den ganzen Tag auf den Beinen bist oder sitzt. Wenn du aber liegst, entspannt sich deine Wirbelsäule und dehnt sich. Deshalb bist du morgens, nachdem du die Nacht im Bett gelegen hast, größer als am Abend zuvor. Der Größenunterschied beträgt aber nur etwa 2,5 Zentimeter. Kein Grund damit anzugeben. Fun Fact: Die Astronauten, die von einer Mission von der ISS zurückkehren, sind ein paar Zentimeter größer als auf der Erde. Das liegt natürlich an der fehlenden Schwerkraft da oben. Aber wie du jetzt weißt, bleiben sie nicht ewig groß, denn auf der Erde drückt sie die Schwerkraft wieder auf ihre normale Größe zurück. Kommen wir jetzt wieder zurück zum Organ, von dem wir eben gesprochen haben, die Haut. Ja, die Haut ist ein Organ. Sie ist sogar das größte Organ deines Körpers. Sie macht etwa 15% deines Körpergewichts aus. Was macht dieses Organ noch, außer deinen Körper zu bedecken? Die Haut erfüllt lebenswichtige Funktionen. Zum Beispiel schützt sie deinen Körper vor äußeren physischen und biologischen Schäden. Außerdem verhindert sie einen übermäßigen Wasserverlust. Ich bin gespannt, welche Überraschungen der menschliche Körper noch für uns bereithält. Aber jetzt befassen wir uns erstmal mit ein paar Tieren. Eulen haben keine Augäpfel. Stattdessen haben sie etwas, das man Augenröhre nennt. Ihre sterbförmigen Augen können sich nicht in ihren Augenhöhlen bewegen, wie es unsere Augäpfel können. Deshalb drehen Eulen ihren Körper, um sich umzusehen. Aber wenn sie ihren Körper bewegen, machen sie Geräusche, die andere Tiere hören könnten. Deshalb haben Eulen Hälse entwickelt, die sich um 270 Grad drehen können. Und das ist super leise. Aber warum dieser Umstand? Naja, Eulen sind nachtaktiv und für die Nachtsicht ist eine große Hornhaut wichtig, um so viel Licht wie möglich aufzunehmen. Das ist auch der Grund, warum die meisten nachtaktiven Tiere, wie die langsamen Loris, so große Augen haben.
Bei Eulen ist das aber ein bisschen anders. Weil sie kleine Köpfe haben, passen so große Augen nicht rein. Und obwohl sie keine Augäpfel haben, haben sie dennoch drei Paar Augenlider. Ein Lid ist zum Blinzeln, eines zum Schlafen und das letzte, um die Augenröhren sauber zu halten. Ist das wichtig für die Eulen? Ich schätze schon. Kommen wir jetzt zu den Tieren, die du wahrscheinlich besser kennst. Miau. Katzen haben ein zusätzliches Organ, mit dem sie Gerüche in der Luft wahrnehmen können. Dieses Organ wird Jacobson-Organ oder Vomeronasal-Organ genannt. Es befindet sich in der Nasenhöhle der Katze und mündet in ihrem Gaumen. Dieses Organ erkennt mit Hilfe von Nerven, die direkt zum Gehirn führen, bestimmte Chemikalien in der Luft. Das ist aber kein normales Schnüffeln. Die Geruchsrezeptoren des Jacobsons Organ sind nicht für gewöhnliche Gerüche ausgelegt. Sie erkennen Chemikalien, die eigentlich gar keinen Geruch haben. Mit anderen Worten, Katzen riechen nicht wahrnehmbare Gerüche. Aber das ist noch nicht alles. Das Jacobson-Organ steigert auch den Geruchssinn. Das hilft schon den Kätzchen, wenn sie die Zitzen ihrer Mutter finden müssen. Stell dir vor, es gibt 2 Mutterkatzen und 4 Kätzchen. Die Kätzchen können mithilfe ihres Geruchssinns ihre Mutter von der anderen Katzenmutter unterscheiden. Wenn du jemand Neues triffst, schätzt du diese Person anhand ihrer Körpersprache ein. Katzen können das auch, indem sie sich gegenseitig beschnuppern. Bei dieser Begrüßung werden Pheromone freigesetzt, über die die Katzen mehr über sich erfahren. Zum Beispiel, was die eine Katze gerne frisst oder ob sie gesund oder krank ist. Sie können sogar erschnüffeln, ob die andere Katze glücklich oder launisch ist. All das dank des Jacobson-Organs. Und noch ein Fakt über Katzen. Ihre Nase hat deutliche Rillen, die wie ein Muster aussehen. Ähnlich wie unsere Fingerabdrücke haben auch Katzen einen einzigartigen Nasenabdruck. Der kann zur Identifizierung genutzt werden. Okay, Katze, wir können dich einbuchten, weil du die Vase zerbrochen hast. Wir haben überall deine Nasenabdrücke gefunden. Lässt du dich auf einen Deal ein? Dann sag uns, was du über den Hund und die zerkaute DVD weißt. Du bist eher der Hundetyp? Dann pass jetzt auf. Du hast bestimmt schon gehört, dass Hunde farbenblind sind. Das stimmt aber nicht. Okay, sie können nicht die Farbpalette sehen, die wir Menschen sehen, aber sie sehen Farben. Ihre Farbpalette besteht aber hauptsächlich aus Gelb, Blau und Violett. Unsere Rot-, Grün- und Orangetöne können sie leider nicht wahrnehmen. Und jetzt kommen wir noch zu den Schildkröten. Weißt du eigentlich, dass sie ihren Panzer nicht verlassen können? Sie sind an ihm festgewachsen. Aber zum Glück wächst der Panzer mit der Schildkröte, ähnlich wie unsere Haut. Der Panzer einer Schildkröte besteht übrigens aus 50 Knochen und ist ein Skelett mit Wirbelsäule und Brustkorb. Damit können sie bequem in den Urlaub fahren. Sie haben ihr Wohnmobil ja quasi immer dabei, können es aber nicht verschrotten. Okay, schau dich mal im Spiegel an. Ja, direkt in die Augen. Siehst du die kleine Gewebefalte in den inneren Ecken deiner Augen? Pass auf, das wird dich interessieren. Das war früher ein drittes Augenlid und wird Nickhaut genannt. Du kannst es heute zum Beispiel bei Schlangen oder Eidechsen sehen. Das dritte Augenlid diente demselben Zweck wie die beiden anderen, obwohl unklar ist, ob es beim Menschen je komplett ausgeprägt war. Diese Membran war nicht so dick wie die Augenlider, die wir heute haben. Aber sie konnte das Auge befeuchten, ohne die Sicht zu versperren. Heute ist davon nur noch diese winzige Falte im Augenwinkel übrig. Wahrscheinlich werden wir sie in Zukunft ganz verlieren. Und dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr mit dieser Kruste im Augenwinkel aufwachen. Und wenn du dich gerade so im Spiegel anschaust, dann schau mal tiefer. Tiefer, noch ein bisschen tiefer. Ja, das sind deine Zehen. Sag Hallo und Tschüss. In der Wissenschaft glaubt man, dass wir in Zukunft unsere Zehen ganz verlieren werden. Unsere Vorfahren, die alten Primaten, brauchten Zehen, um auf Bäume zu klettern. Sie benutzten sowohl ihre Hände als auch ihre Füße, um nach den Ästen zu greifen. Das machen die meisten Affen und Menschenaffen auch heute noch. Sie haben längere und flexiblere Zehen und beweglichere Füße, mit denen sie sich an den Ästen festhalten können. Dank der Beweglichkeit ihrer Füße können sie mit ihnen auch Gegenstände vom Boden aufheben. Für uns Menschen ist das schon etwas komplizierter. Versuch mal, einen Stift mit den Zehen vom Boden aufzuheben. Ist gar nicht so leicht. Der Mensch hat bei seiner Entwicklung einen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben angefangen, aufrecht zu gehen und sind von Bäumen auf den Boden gekommen, wodurch sich die steiferen Füße und kürzeren Zehen entwickelt haben.
Heute brauchen wir unsere Zehen, um das Gleichgewicht zu halten, wenn wir von den Fußballen zu den Zehenspitzen abrollen. Unser Gleichgewicht ist aber heute viel zentraler geworden. Zuerst verlagerte es sich in Richtung Innenfüße, was dazu führte, dass unsere kleinen Zehen so winzig wurden und die großen Zehen so groß. Wenn wir mit der Zeit das Gleichgewicht ganz ohne Zehen halten, ist es wahrscheinlich, dass sie in Zukunft miteinander verwachsen werden. Jetzt dreh dich um und schau dir deinen hübschen Popo an. Falls du schon mal vom Skateboard gefallen oder auf einer vereisten Fläche ausgerutscht bist, dann weißt du, wie schmerzhaft es ist, mit dem Steißbein auf einem harten Untergrund aufzuschlagen. Aber das könnte bald ein Ende haben, denn in der Wissenschaft geht man davon aus, dass das Steißbein im Laufe der Evolution ganz verschwinden wird. Das Steißbein ist ein Merkmal, das wir noch von unseren Primatenvorfahren haben. Sie brauchten ihre Schwänze, um sich zwischen den Ästen zu bewegen und sich von Baum zu hangeln. Es ist schwer zu sagen, wann dem Menschen im wahrsten Sinne des Wortes der Schwanz abgefallen ist, aber Fakten sind Fakten. Das Einzige, was uns an die glorreichen Tage des Baumspringens erinnert, ist der ziemlich nutzlose Knochen am unteren Ende unserer Wirbelsäule. Okay, jetzt zurück zum Gesicht. Öffne deinen Mund und sage ah. Vielleicht gehörst du schon zu den Glücklichen, die keine Weisheitszähne mehr haben. Du kannst dann stolz auf dich sein, denn du bist ein Produkt der Evolution. Du weißt bestimmt schon, dass Zähne der einzige Teil des menschlichen Körpers sind, der sich nicht selbst reparieren kann. Damals, lange in der Vergangenheit, gab es noch keine Zahnärzte und unsere Vorfahren haben im Laufe ihres Lebens alle Zähne verloren. Ihnen blieb dann nichts anderes übrig, als flüssige Nahrung zu sich zu nehmen. Nicht cool. In der Wissenschaft glaubt man, dass die Natur uns die Weisheitszähne als Ersatz für abgenutzte und ausgefallene Zähne gegeben hat, weshalb sie auch so spät in unserem Leben wachsen. Heute, mit all den Fortschritten, die die Zahnmedizin gemacht hat, bleiben bei den meisten von uns alle oder die meisten Zähne bis ins hohe Alter intakt. Und selbst wenn wir einige verlieren, können wir sie jederzeit künstlich ersetzen. Das macht die Weisheitszähne zu einer rudimentären Sache. Das scheinen sie auch zu verstehen, denn immer mehr Menschen müssen als Erwachsene nicht die Tortur des Zahnens durchmachen. Apropos Zähne. Unser gesamter Kiefer hat sich in den letzten 10.000 Jahren auch verändert. Es heißt sogar, dass er sich noch weiter verändern wird. Fakt ist, dass der Kiefer sich am schnellsten von allen Körperteilen verändert hat. Früher, als die ersten Menschen noch Jäger und Sammler waren, brauchten sie kräftige Kiefer und größere Zähne, um rohes Fleisch zu zerkauen und Pflanzen zu zermahlen. Als sie zum Kochen und zum Ackerbau übergingen, waren ihre Mahlzeiten weniger zäh und ihre Kiefer wurden kleiner, weil sie sich an die neuen Anforderungen angepasst haben. Im Laufe der Zeit sind unsere Kiefer immer weiter geschrumpft. Und wie es heißt, wird sich das auch in Zukunft nicht ändern. Unsere Lebensmittel sind größtenteils verarbeitet. Wir müssen also immer weniger kauen. Die Menschen der Zukunft werden wahrscheinlich zartere Gesichtszüge mit dünnen Kieferlinien und flachen Wangenknochen bekommen. Aber es gibt auch Körperteile, die nicht verschwinden, sondern ein Comeback feiern. Vor 100 Jahren trat die Fabella, ein winziger Knochen im hinteren Knie, nur bei etwa 11% der Menschen auf. In der Wissenschaft ging man davon aus, dass er bald ganz verschwinden würde. Aber entgegen dieser Vermutung hat es der kleine Knochen in die Knie von 39% der modernen Menschen geschafft. Es ist nicht bekannt, warum genau die Fabella zurückgekehrt ist, aber die plausibelste Erklärung liegt in unserer Statur. Wir sind größer und schwerer geworden, als unsere Vorfahren es waren, was an unserer Ernährung liegt. Sie ist viel besser und nahrhafter geworden, wodurch wir ein höheres Alter erreichen und auch größer geworden sind. Man geht davon aus, dass wir jetzt auf dem Höhepunkt unserer evolutionären Größe sind. Die Fabella könnte also wieder den Weg in unseren Körper gefunden haben, um die Sehnen im hinteren Knie durch ihre glatte Oberfläche zu schützen. Auf ihr können sie gleiten, was die Reibung und damit auch die Abnutzung verringert. Apropos größer werden, schau dich nochmal im Spiegel an. Beuge deinen Arm ein bisschen. Ja, das ist ein schöner Bizeps. Aber leider nicht so schön wie der deiner Vorfahren. Nicht alles an der Evolution ist 100% gut für uns, sondern nur eine Anpassung durch unsere Gewohnheiten. Am besten erkennt man das an unseren Muskeln. Sie sind mit der Zeit kleiner und schwächer geworden, vor allem im Oberkörper.
In der Antike brauchten die Menschen große und starke Muskeln, um die harte Arbeit zu verrichten, von der Jagd und dem Transport des Fangs nach Hause bis hin zur Herstellung von Werkzeug und dem Bau von Häusern. Später wurde die Arbeit nicht einfacher, sondern noch härter. Das Pflügen der Felder und der Bau komplexer Gebäude erforderten viel Kraft und Ausdauer. Aber mit dem technischen Fortschritt wichen die körperlichen Fähigkeiten der Denkleistung. Maschinen übernahmen viele Arbeiten für uns, die sie sogar noch besser erledigten. Über die Jahre hat sich unsere Lebensweise gewandelt. Wir sitzen mehr und verbringen viel Zeit vor dem Computer. Das lässt natürlich unsere Muskeln schrumpfen. Verständlich, weil wir sie ja nicht mehr so oft gebrauchen. Daher geht man in der Wissenschaft davon aus, dass wir im Laufe der Zeit immer schlanker werden und es für uns immer schwerer wird, Muskelmasse aufzubauen. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Interessantem, unserem Gehirn. Es hat sich nach einem seltsamen Muster verändert. Unsere entfernten Vorfahren hatten ein eher kleines Gehirn. Unsere nahen Verwandten, wie die Neandertaler, hatten ein größeres Gehirn als des durchschnittlichen modernen Menschen von heute. Im Laufe der Evolution wurde das menschliche Gehirn also größer, aber in den letzten Jahrhunderten ist es wieder kleiner geworden. Aber niemand weiß genau, warum. Stimmen aus der Fachwelt vermuten, dass es mit der Veränderung unseres Lebensstils und unserer sozialen Beziehungen zu tun haben könnte. Die frühen Menschen, vor allem die Jäger und Sammler, mussten sich jede Pflanze und jedes Tier, das sie sahen, merken, ihre Eigenschaften zuordnen und wissen, wie man diese oder jene Dinge benutzt. Sie waren eher Generalisten und mussten alles lernen, was ihre Eltern wussten, und noch mehr auf eigene Faust herausfinden. Der moderne Mensch ist eher auf einem bestimmten Gebiet spezialisiert und deckt ein enges Thema ab. Für den Rest sind die Kollegen verantwortlich. Unsere Vorfahren arbeiteten in Gruppen, in denen jeder von jedem ersetzt werden konnte. Heute versammeln wir Teams, in denen jedes Mitglied seine eigene spezielle Aufgabe hat und dadurch unersetzlich ist. Aber scheinbar spielt die Größe des Gehirns keine so große Rolle, denn Orcas und Elefanten haben zum Beispiel größere Gehirne als wir, was sie aber nicht intelligenter macht. Aber vielleicht glücklicher? Wer weiß. Wagen wir uns weiter ins Unbekannte vor, das heißt Jahrtausende in die Zukunft. Wir könnten einige ziemlich unglaubliche Eigenschaften entwickeln. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass sich die Menschen an das Leben im Wasser anpassen werden, vor allem wenn der Meeresspiegel weiter so steigt. Wir entwickeln Schwimmhäute und Flossenfüße, um besser schwimmen zu können, und bekommen vielleicht auch Kiemen, um unter Wasser atmen zu können. Wenn wir ins All fliegen und andere Planeten besiedeln, müssen wir uns zwangsläufig auch an diese Bedingungen anpassen. Der Mars zum Beispiel hat eine geringere Schwerkraft und ein viel kälteres Klima, was dazu führen könnte, dass die Menschen größer und leichter werden und auch die Körperbehaarung wird wieder zunehmen, um nicht zu erfrieren. Planeten mit stärkerer Schwerkraft und höheren Temperaturen werden die Menschen dagegen zu stämmigen und wahrscheinlich haarlosen Wesen machen. Die Möglichkeiten sind endlos. Vielleicht verwandeln wir uns dank der sozialen Medien in kleine Blobs mit großen Augen und Daumen. Mehr braucht man ja zum Texten nicht. Ich hoffe nicht. Fast dein gesamter Körper ist von Haaren bedeckt, auch wenn sie uns nicht auffallen. Sie wachsen sogar in deinem Bauchnabel. Ihre Aufgabe ist, Fussel einzufangen. Siehst du? Ein einziges menschliches Haar kann ein Gewicht von 100 Gramm halten. Das entspricht einer Tafel Schokolade. Unsere Haarfarbe wird durch Gene bestimmt. Nur 2% der Weltbevölkerung haben von Natur aus rote Haare. Mit ca. 3% folgen blondhaarige Menschen. 11% haben braune Haare in verschiedenen Farbnuancen. Die absolute Mehrheit jedoch hat schwarze bzw. sehr dunkelbraune Haare. Ja, deine Haare können ab einer bestimmten Länge aufhören zu wachsen. Normalerweise wächst ein Haar 2 bis 7 Jahre lang und wird kaum länger als 1 Meter. Tja, das hat ihr wohl niemand verraten. Diese Frau aus China hat die längsten Haare aller Zeiten. Im Jahr 2004 waren sie 5,6 Meter lang. Mit dem Alter verliert dein Haar seine natürliche Färbung, da das Keratin weniger Pigmente erhält. Im Alter verschwinden die Pigmentzellen an den Haarfollikeln Stück für Stück und die Haare werden grau, bis schließlich gar keine Pigmente mehr produziert werden. Dann sind die Haare weiß. Der einzige Teil des menschlichen Körpers, der seine Nährstoffe nicht aus dem Blut bezieht,
ist die Kornea. Sie wird stattdessen über die Tränenflüssigkeit versorgt. Ein menschliches Auge und ein Motor haben etwas gemeinsam. Beide benötigen Flüssigkeiten, um zu funktionieren. Die Augen brauchen Tränen. Für eine optimale Funktion müssen sie gleichmäßig über das Auge verteilt werden. Darum zwinkern wir bis zu 20.000 Mal am Tag. Das Lid ist im Prinzip der Scheibenwischer. Wir haben zwei wirklich verdammt schnelle Muskeln. Sie kontrollieren die Augenlider. Sie sind die schnellsten Muskeln in unserem Körper. Die Augen sind sehr empfindlich und benötigen Schutz. Wird der Reflex ausgelöst, schließen diese Muskeln die Augen innerhalb von 100 Millisekunden. Das ist lediglich 0,1 Sekunde. Wir sehen nur lila-blau, grün-gelb und gelb-rot. Alle anderen Farbtöne sind Kombinationen dieser drei Farben. Es ist unmöglich zu berechnen, wie viele Kombinationen das menschliche Auge sieht, weil jeder Mensch anders ist. Im Schnitt sind es etwa 1 Million Farbkombinationen. Den Umstand, Farben nicht unterscheiden zu können, nennt man Farbenblindheit. 8% der Männer und 0,5% der Frauen sind davon betroffen. Farben sind jedoch nicht so stabil und objektiv, wie es scheint. Viele Tests haben gezeigt, dass Menschen Farben in Abhängigkeit von vielen Faktoren wie geografischer Lage, Sprache und Geschlecht unterschiedlich wahrnehmen. Das bedeutet, dass du dir mit deinen Freunden einen Sonnenuntergang ansehen und in komplett anderen Farben wahrnehmen könntest, ohne es zu wissen. Wie dein Fingerabdruck ist auch deine Augenfarbe einzigartig. Sie beeinflusst sogar, wie du Licht wahrnimmst und macht deine Sicht auf die Dinge wahrlich einzigartig. Um zu verstehen, wie das möglich ist, musst du verstehen, wie die Augenfarbe entsteht. Das ist die Iris, der farbige Bereich des Augapfels. Die Iris ist pigmentiert. Die Ausprägung bestimmt, welche Augenfarbe du hast. Jeder Mensch hat eine etwas andere Menge an Pigmenten. Daher gibt es keine zwei Menschen mit identischer Augenfarbe. Drei spezifische Gene sind für den Melaninspiegel verantwortlich und bestimmen damit die Pigmentierung. Menschen mit blauen oder grünen Augen haben weniger Melanin in der Iris. Diejenigen, die mehr Melanin haben, haben dunklere Augen in verschiedenen Brauntönen. Ganz selten erscheinen die Augen sogar schwarz, aber das ist nur eine Täuschung aufgrund der hohen Menge an Melanin. Eine rein schwarze Iris existiert in der Natur nicht. Solche Augen sind nur sehr, sehr dunkelbraun. Studien bestätigen, dass die Pigmentierung der Augen einen Einfluss auf die Sicht hat, egal wie hell oder dunkel deine Augen sind. Menschen mit hellen Augenfarben sind lichtempfindlicher. An sonnigen Tagen sind sie leicht geblendet. Wenn du eine helle Augenfarbe hast und blinzeln musst, wenn du rausgehst, nimm dir lieber eine Sonnenbrille mit. Deine Iris enthält weniger Pigmente, die dich vor Sonnenstrahlen schützen könnten. Das Melanin ist quasi eine natürliche Sonnenbrille. Dafür siehst du bei Nacht besser als dunkeläugige Menschen. Hast du hingegen dunkle Augen, kommst du mit hellem Licht besser zurecht. Vermutlich fällt dir das Autofahren bei Nacht auch nicht so schwer, weil die Scheinwerfer der anderen Autos dich nicht so sehr blenden. In deinem peripheren Sichtfeld siehst du fast nur schwarz-weiß. Die Farbrezeptoren, die sogenannten Zapfen, befinden sich vorrangig in der Mitte deiner Netzhaut. Frauen können mehr Farben unterscheiden als Männer, da sie 2 X-Chromosomen besitzen, während Männer nur eines haben. Selbst wenn auf einem ein Defekt vorliegt, kann eine Frau Farben noch korrekt wahrnehmen. Daher leiden Frauen nur selten an Farbenblindheit. Es gibt bestimmt ein paar Fotos, auf denen du rote Augen hast. Wenn der Blitz auslöst, sind deine Augen auf diese Menge Licht nicht gefasst. Deine Pupillen sind geweitet und das Licht wird von den Blutgefäßen der Adernhaut reflektiert. Diese Gewebeschicht befindet sich hinten in deinem Auge und versorgt die Netzhaut. Diese seltsam aussehenden Flusen, die du hin und wieder vor deinen Augen siehst, nennt man Mouche Volante. Du siehst sie, weil strukturelle Imperfektionen in bestimmten Bereichen deines Auges den Lichteinfall stören. Mit dem Alter nehmen sie zu. 10% der Zeit, in der du wach bist, verbringst du mit geschlossenen Augen, weil du zwinkerst. Auch Menschen können wie Fledermäuse und Delfine Biosonar nutzen, um sich im Dunkeln zu orientieren. Mit etwas Übung kannst du deine Umgebung anhand des reflektierten Schalls analysieren. Etwa 6% der Menschen können ihre Augäpfel ganz schnell vor- und zurück vibrieren lassen. Ihre Augen sind jedoch völlig intakt. Es ist einfach nur ein cooler Trick.
Wimpern dienen dazu, deine Augen vor Sand, Feuchtigkeit, Staub und Partikeln in der Luft zu schützen. Deine Wimpern spüren, wenn den Augen etwas zu nahe kommt, wie ein Insekt zum Beispiel, und lösen den Lidreflex aus. Beim Zwinkern werden auch kleine Partikel oder Schmutz aus dem Tränenpünktchen herausgespült. Aus diesen Öffnungen in deinen Lidern treten die Tränen aus. Deine Augenbrauen verhindern, dass dir der Schweiß in die Augen rinnt. Deine Haut und die Knochenform unterstützen ebenfalls, dass der Schweiß zu den Seiten deines Gesichts abfließt. Zwiebeln setzen einen speziellen chemischen Reizstoff frei, der spezielle Drüsen in deinen Augen zur Tränenbildung stimuliert. Die Nase ist vermutlich einer der am meisten unterschätzten Körperteile. Dabei würde uns das Essen ohne sie überhaupt nicht schmecken. 80% des Geschmackserlebnisses entsteht in der Nase. Hältst du dir beim Essen die Nase zu, schmeckst du fast nichts. Ohne Geruchssinn erkennst du Lebensmittel nur anhand ihrer Struktur. Eine Zwiebel wirst du wohl von einem Apfel unterscheiden können. Wissenschaftler glaubten einst, dass wir etwa 10.000 Gerüche unterscheiden könnten, aber da lagen sie falsch. Neueren Studien zufolge können wir über 1 Billion Gerüche differenzieren. Wir erinnern uns an sie auch besser als an alles andere. Gerüche können sogar ganz ferne Erinnerungen zutage fördern. Deine Nase hilft dir nicht nur beim Atmen und Schnuppern. Sie filtern auch die Luft für die empfindliche Luftröhre und Lunge vor. Wenn wir trockene Luft einatmen, wird sie in der Nase befeuchtet, gekühlt oder bei Bedarf erwärmt. Deine Nasenlöcher arbeiten nicht immer mit derselben Effektivität. Beim Atmen übernimmt ein Nasenloch den Hauptteil der Arbeit und nach ein paar Stunden wird getauscht. 18% der Menschen können gleichzeitig mit beiden Ohren wackeln, während 22% es immerhin mit einem Ohr können. Dazu nutzen sie einen schwachen, rudimentären Muskel, den unsere Vorfahren mit Katzen gemeinsam hatten. Manche Menschen können ein Donnern in ihrem Kopf erzeugen. Dazu brauchen sie nur ihre Ohren oder Kiefer anspannen. Im Innenohr gibt es einen kleinen Muskel, der laute Geräusche, wie zum Beispiel Kaugeräusche, reduziert. Manche Menschen können ihn aktiv anspannen und dadurch ein Grummeln erzeugen. Deine Zähne sind der einzige Teil des menschlichen Körpers, der sich nicht selbst heilen kann. Die meisten Menschen haben 12 Rippenpaare, das macht 24 Rippen insgesamt. Aber manche haben 25. Einer von 200 Menschen wird mit der sogenannten Halsrippe geboren. Sie bildet sich direkt über der ersten Rippe und wächst am Halsansatz über dem Schlüsselbein. Sie kann rechts, links oder auf beiden Seiten liegen. Vielleicht hast du sie sogar, ohne es zu wissen. Die zusätzliche Rippe bildet sich auch nicht zwingend vollständig aus. Sie kann auch als ein Strangbindegewebe, der beim Röntgen nicht zu sehen ist, auftreten. In den meisten Fällen macht sie keine Probleme, solange sie nicht Druck auf Nerven und Blutgefäße ausübt. Vermutlich denkst du nicht weiter darüber nach, wenn du irgendwo deine Augenfarbe angeben sollst. Diese Frage ist für Menschen mit dem seltenen Körpermerkmal der Heterochromie aber gar nicht so einfach. Sie haben verschiedenfarbige Augen. Vollständige Heterochromie bedeutet, dass beide Augen unterschiedliche Farben haben, zum Beispiel eins ist blau und das andere braun. Aber es gibt auch partielle Heterochromie, bei der ein Teil der Iris anders gefärbt ist als der Rest. In den USA betrifft das weniger als 200.000 Menschen. Natürlich, rote Haare sind nicht so verbreitet, wie du vielleicht denkst. Nur 2% der Weltbevölkerung haben rote Haare. 8 Gene sind für diese Eigenschaft verantwortlich. Früher glaubte man, dass nur ein seltenes rezessives Gen, das man von beiden Eltern erben muss, ursächlich wäre. Doch dann fand man heraus, dass Menschen mit dieser Genvariante trotzdem keine roten Haare hatten. Offenbar sind also weitere Gene involviert. Weißt du, welche Augenfarbe extrem selten ist? Grau. Die meisten Menschen haben braune, blaue oder haselnussfarbene Augen. Etwa 17% der Menschen haben blaue Augen. Aber die Wahrscheinlichkeit, gleichzeitig rote Haare zu haben, liegt nur bei 0,17%. Weniger als 1% haben graue Augen. Augen werden aufgrund des geringen Melaningehalts in der äußeren Schicht der Iris grau. Auf der ganzen Welt gibt es nur 43 Menschen mit dem extrem seltenen Merkmal, das als goldenes Blut bezeichnet wird. Etwa 0,6% der Amerikaner sind AB-negativ. Trotzdem ist das nicht die seltenste Blutgruppe.
1961 entdeckten Wissenschaftler bei australischen Ureinwohnern eine spezielle Blutgruppe. Ihr fehlen bestimmte Antigene vollständig, also Proteine und rote Blutzellen. Menschen mit dieser exklusiven Blutgruppe können an andere Menschen mit seltenen Blutgruppen Blut spenden, selbst aber nur von den gut 40 anderen Menschen ihrer Art Blut empfangen. Deshalb nennt man es goldenes Blut. Es ist sein Gewicht in Gold wert. Ein weiteres seltenes Körpermerkmal ist ein winziges Loch am Ohr, präauricularer Sinus. Es erinnert an eine Art Kieme. Manche Wissenschaftler vertreten die Theorie, es wäre ein evolutionäres Überbleibsel aus unserer Zeit im Wasser. Dieses winzige Loch befindet sich meist nur an einem Ohr, nicht an beiden. Manche Menschen haben affenähnliche Füße. Sie sind sehr biegsam und flexibel und eignen sich, um auf Bäume zu klettern. Forscher der Boston University filmten 400 Personen beim Barfußlaufen und ermittelten, dass einer von 13 oder 8% der Probanden über diese Eigenschaft verfügten. Diese Eigenschaft hat sich entwickelt, um effizient auf ebenem Boden zu laufen. Zumindest behaupten das die Lehrbücher. Andere Primaten haben hingegen flexible Füße, mit denen sie Äste greifen und sich durch Bäume hangeln können. Dieser besonders flexible Fuß ist in der Mitte beweglich. Er beugt sich sowohl am Ballen als auch auf halbem Wege zwischen Ballen und Ferse. Der menschliche Fuß hat an dieser Stelle ein Gelenk, aber bei den meisten Menschen sind die Bänder so starr, dass sie das Gelenk fixieren. So bleibt der Fuß steif. Die Menschen mit affenähnlichen Füßen haben weichere Bänder und können auch den Mittelfuß beugen. Versuche einmal, den kleinen oder den Mittelfinger zu bewegen, ohne den Ringfinger mitzunehmen. Für die meisten Menschen ist das schwierig, aber es gibt ein paar wenige, die ihren Ringfinger vollständig isoliert bewegen können. Forscher glauben, dieses Merkmal sei erblich. Wenn du mit deiner Zunge Nase oder Kinn berühren kannst, gehörst du zu ca. 5% der Weltbevölkerung, die dazu in der Lage sind. Die Zungen der meisten Menschen reichen nicht so weit heraus, egal wie sehr sie sich auch anstrengen. Manche Frauen verfügen über super Sehkräfte. Dank spezieller Zellen in den Augen, den sogenannten Zapfen, können wir Farben sehen und unterscheiden. Normalerweise verfügen Menschen über 3 Zapfenarten. Wissenschaftler interessieren sich aber ganz besonders für die Tetrachromaten. Man glaubt, diese Menschen hätten 4 Zapfenarten. Dadurch können sie 100 Millionen Farben unterscheiden. Ein Forscherteam der Newcastle University verbrachte Jahre damit, solche Menschen zu suchen. 2010 endlich hatten sie Erfolg. Auf den ersten Blick mag es wie eine Superkraft wirken, doch es ist nicht nur ein Vergnügen. Ein Tetrachromat sagte, einkaufen gehen wäre ein wahrer Albtraum, weil aus allen Ecken unzählige Farben auf ihn einprasseln. Es gibt Menschen, die mit einer Doppelreihe Wimpern geboren werden. Diese zusätzliche Reihe entspringt aus den Meibomdrüsen. Ein berühmtes Beispiel für diese seltene genetische Mutation war Elizabeth Taylor. Das kannst du mal ausprobieren. Hebe deinen rechten Fuß vom Boden. Rotiere ihn im Uhrzeigersinn. Kannst du mit deinem großen Zeh eine 6 schreiben? Kein Stift oder Papier, nur dein Zeh. Die meisten Menschen bemerken schnell, dass sie dabei anfangen, ihren Fuß in die andere Richtung zu drehen, ohne es zu wollen. Das passiert zum Teil, weil die Zahl eine Bewegung gegen den Uhrzeigersinn erfordert. Nur in seltenen Fällen, wenn das Gehirn anders gewickelt ist oder viel geübt wurde, sind Menschen dazu in der Lage. Du hast vielleicht schon mal gehört, dass du nicht mit offenen Augen niesen kannst. Aber es geht eben doch. Es gibt kraniale Nerven, die Augen und Nase miteinander verbinden. Daher schließen die meisten Menschen beim Niesen automatisch die Augen. Trotzdem ist es möglich, mit offenen Augen zu niesen. Und nein, sie ploppen dadurch nicht heraus. Es gibt Menschen, die in ihrem Kopf ein Brüllen erzeugen können. Dafür müssen sie lediglich ihre Ohren oder ihren Kiefer anspannen. Wir alle besitzen diesen kleinen Muskel in unserem Ohr, den Tensor Tympani. Seine Aufgabe ist es, Geräusche, die sehr störend sein könnten, auszuschalten, wie zum Beispiel Kaugeräusche. Manche Menschen können diesen Muskel willentlich anspannen. Dadurch erzeugen sie ein hörbares Grummeln, das wie ein kleiner Löwe im Kopf klingt. Kannst du deinen Daumen nach hinten biegen? Dann hast du wohl einen Geldzähldaumen. Sein Doppelgelenk ermöglicht, ihn nach hinten zu beugen. Es ist nicht gefährlich und tut auch nicht weh. Ermöglicht wird diese Bewegung durch distale Gelenke im Daumen.
In manchen Fällen können Menschen nur einen Daumen zurückbiegen, während andere dieses Kunststück mit beiden Daumen beherrschen. Es gibt eine seltene Eigenschaft, die Menschen zu Superschmeckern macht. Die Gene haben auf viele Dinge einen Einfluss, auch auf die Geschmacksknospen. Circa 25% der Weltbevölkerung gelten als Superschmecker. Im Vergleich zu normalen Schmeckern haben sie mehr winzige Pünktchen auf der Zunge, die sogenannten Papillen. Sie schmecken daher bestimmte Geschmacksrichtungen stärker. Sie haben auch mehr Schmerzrezeptoren als der Durchschnitt. Daher mögen sie scharfe Lebensmittel weniger. Vermutlich essen sie auch weniger Gemüse, da ihnen der Geschmack zu bitter ist. Weisheitszähne waren einst sehr wichtig, doch heute brauchen wir sie nicht mehr. Ihre Abwesenheit ist trotzdem ein seltener Umstand. Heutzutage haben die Weisheitszähne, auch bekannt als dritte Backenzähne, keinen Platz im Kiefer, wenn sie durchbrechen. Weil es einfach zu eng im Mund wird, lassen sich viele Menschen diese zusätzlichen Zähne entfernen. Pro Jahr 5 Millionen, um genau zu sein. Synästhesie ist ein Phänomen, bei dem das Gehirn bestimmte Sinne miteinander vermischt. Eine Person mit Synästhesie kann zum Beispiel Musik schmecken oder Farben hören. Man sagt, Mozart hätte es gehabt. Er beschrieb D-Dur als ein warmes, oranges Geräusch und B-Moll als schwarz. Diese Eigenschaft ist selten. Etwa einer von 2000 Menschen hat sie und die meisten davon sind Linkshänder oder Frauen. Stell dir vor, du könntest dich erinnern, was du vor 15 Jahren zum Frühstück gegessen hast, als wäre es gestern gewesen. Klar bewahrt man sich besondere Erinnerungen, aber es gibt Menschen, die sich dauerhaft bis ins kleinste Detail erinnern können, als wäre es gerade eben erst geschehen. Nennst du ihnen ein bestimmtes Datum, können sie dir genau aufzählen, was sie an diesem Tag getan haben. Man nennt es hyperthymestisches Syndrom und nur 60 Menschen weltweit verfügen über diese Fähigkeit. Unsere Haut ist das größte und am schnellsten wachsende Organ, stark aber flexibel. Sie ist eine wasserdichte und dennoch atmungsaktive Barriere, die uns vor der Außenwelt schützt. Unsere Haut erneuert sich selbst. Sie hilft bei der Regulierung der Körpertemperatur und verringert den Wasserverlust. Dies hat uns dabei geholfen, zu dem zu werden, was wir heute sind. Unsere Haut hat Melanin entwickelt, ein natürliches Pigment, das schädliche UV-Strahlung blockiert. Spezielle Schweißdrüsen halfen unseren Vorfahren, ihre Temperatur zu regulieren, während sie lange Strecken unter unangenehmen Bedingungen zurücklegten. Ihr Körper hat zwischen 2 und 5 Millionen Schweißdrüsen. Je aktiver sie sind, desto mehr Schweiß produzieren sie. Ihr Körper hat einen Mechanismus, um zu erkennen, dass es Zeit für sie ist, sich abzukühlen, damit sie mit dem Training Schritt halten können. Atmen ist nicht nur eine Frage des Ein- und Ausatmens. Es geht darum, wie Sie es tun, denn es kann buchstäblich Ihre Gesichtsform beeinflussen. Wenn Sie durch die Nase atmen, bekommen Sie im Laufe der Zeit gut definierte Wangenknochen. Es wird auch Ihr Gesicht breiter machen, weil Ihre Zunge Kraft auf Ihren Unterkiefer ausüben wird. Wenn Sie durch den Mund atmen, hat Ihre Zunge keinen Platz zum Ausruhen. Es wird Ihre Gesichtsstruktur im Laufe der Zeit verändern. Ihr Gesicht kann schmaler sein und Ihre Wangenknochen nicht so sichtbar. Außerdem, wenn Sie ein Mundatmer sind, neigen Sie wahrscheinlich dazu, Ihren Kopf mehr nach hinten zu neigen. Auf diese Weise erhöhen Sie den Schädelinhalt im hinteren Teil Ihres Gehirns und verändern direkt Ihre gesamte Haltung sowie die Form Ihres Halses und Gesichts. Millennials oder Menschen, die zwischen 1981 und 1996 geboren wurden, sind vergesslicher als ältere Menschen. Die Hauptursache für Ihre Vergesslichkeit sind höhere Stresslevels. Also, hey, entspannen Sie sich! Ihre linke Lunge ist kleiner als die rechte, weil sie sich den Raum mit ihrem Herzen teilt. Menschen haben nicht so große Zähne wie ein Tigerhai oder so viele davon. Aber die Forschung sagt, dass obwohl Haie Zähne haben, die mit wirklich hartem Schmelz beschichtet sind, sie nicht stärker als unsere sind. Wir haben Proteine, die unsere Zähne zusammenkleben, um zu verhindern, dass der ganze Zahn zerbricht. Wir verlieren sie nicht, im Gegensatz zu Haien. Ihre Zähne sind nicht wie unsere mit dem Zahnfleisch an einer Wurzel befestigt, sodass sie ungefähr einen Zahn pro Woche verlieren. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie Zehennägel haben? Nägel bestehen aus Keratin. Das ist ein Protein, das man in Fell, Krallen, Hufen und Haaren findet. Im Gegensatz zu Krallen sind unsere Nägel flach und breit. Sie schützen die Spitzen unserer Zehen und Finger vor Verletzungen.
Außerdem helfen uns die Fingernägel, verschiedene Gegenstände zu greifen und zu trennen. Es wäre schwierig, einen Aufkleber von der Rückseite abzuziehen oder ein Puzzlestück aufzuheben ohne Nägel. Affen und Menschenaffen benutzen ihre Füße auch für ähnlich feine Aufgaben. Wissenschaftler denken, dass Primaten Nägel entwickelt haben, um Äste festzugreifen, Zecken zu entfernen und andere ähnliche Dinge zu tun. Der menschliche Körper leuchtet im Dunkeln. Das bedeutet, wir sind schwach biolumineszent. Aber dieses Licht ist 1000-mal schwächer, als unsere Augen sehen können. Andere Tiere können unser schwaches Licht jedoch leicht erkennen. Deine Augen sind ziemlich empfindlich. Sie bekommen kaum die Chance zu testen, wie empfindlich ihre Augen sind. Wegen all dem Licht, das ständig um sie herum ist. Menschliche Zellen machen nur 43% der Gesamtzellzahl in ihrem Körper aus. Der Rest sind mikroskopische Kolonisten. Das bedeutet, dass du hauptsächlich aus Bakterien und Pilzen bestehst. Im Grunde genommen bist du also eine Mischung aus der DNA, von Darmmikroben und deiner eigenen DNA. Das häufigste Element im menschlichen Körper ist Sauerstoff mit 65%. Aber er enthält auch Lithium, Kobalt, Gold und Uran. Das seltenste Element von allen ist Radium. Im Durchschnitt gähnen Menschen 20-mal am Tag, teilweise spontan. Zum Beispiel, wenn sie müde sind. Aber manchmal, wenn jemand in ihrer Nähe gähnt. Wissenschaftler denken, dass es so etwas wie soziales Spiegeln sein könnte. Normalerweise, wenn Tiere andere nachahmen, erkennen sie eine Aktion als nützlich. Also entscheiden sie sich, sie auch zu tun. Bei Menschen passiert es, wenn jemand die Beine kreuzt, lacht, dich anlächelt oder gähnt. Heißer Kaffee kann besser schmecken als kalter. Ihre Geschmacksrezeptoren sind am empfindlichsten, wenn ihre Nahrung auf oder etwas über Raumtemperatur ist. Heißer Kaffee kann dann weniger bitter erscheinen, weil die Geschmacksrezeptoren, die Bitterkeit wahrnehmen, empfindlicher sind, wenn der Kaffee kalt ist. Ihr kleiner Finger ist ein mächtiges kleines Ding. Ohne ihn würde ihre Hand einen erheblichen Teil ihrer Kraft verlieren. Ihre Zeige- und Mittelfinger arbeiten zusammen mit ihrem Daumen, um zu greifen und zu kneifen. Und ihr kleiner Finger, zusammen mit ihrem Ringfinger, stellt die Griffkraft bereit. Ihre Knochen sind 4-mal härter als Beton. Der stärkste Knochen in ihrem Körper ist der Femur. Er kann bis zu 30-mal das Gewicht eines erwachsenen Menschen tragen. Noch verrückter ist, dass unsere Knochen aus Verbundmaterial bestehen. Was bedeutet, dass sie gleichzeitig hart und elastisch sind. Die äußere Schicht, Epidermis ihrer Haut, ist dicker an ihren Füßen als an anderen Teilen ihres Körpers. Das Herz hat sein eigenes elektrisches System und kann weiterschlagen, auch wenn es vom Körper getrennt ist. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Augenbrauenhaars beträgt 4 Monate. Wir verbringen 40% unseres Lebens mit geschlossenen Augen, die meiste Zeit davon, wenn wir schlafen. Aber man darf das Blinzeln nicht vergessen. Oder beim Fahren. Bei einem Erwachsenen macht das Blut 7-8% des Gesamtkörpergewichts aus. Etwa 55% ihres Blutes sind flüssiges Plasma. Der Rest besteht aus roten und weißen Blutkörperchen und Blutplättchen. Sie bilden Gerinnsel und verhindern Blutungen. Sie können nicht gleichzeitig schlucken und atmen. Die Nahrung, die sie schlucken, und die Luft, die sie atmen, gehen zuerst durch denselben Teil ihres Halses. Nur etwas tiefer teilt sich der Gang in die Speiseröhre für Nahrung und Flüssigkeit und die Luftröhre für Luft. Es gibt einen Namen für das knurrende Geräusch, das ihr Magen macht, wenn sie hungrig sind. Es heißt Borborygmen. Etwa 1/3 aller Menschen kann eine Augenbraue heben, links oder rechts. Es ist eine großartige Möglichkeit, jemandem auf spielerische Weise ein Signal zu senden, während man einen Witz erzählt. Die Fähigkeit, beide Augenbrauen getrennt zu heben, ist jedoch viel seltener. Wenn sie nicht zu ihnen gehören, liegt das daran, dass sie die entsprechenden Muskeln noch nicht kontrollieren und bewegen können. Aber diese Fähigkeit kann entwickelt werden. Stellen Sie sich vor einen Spiegel, halten Sie eine Augenbraue mit der Hand hoch und heben Sie die andere hoch und runter. Und dann machen Sie dasselbe mit der anderen Augenbraue. Dies wird Ihnen helfen, sie getrennt zu bewegen. Wenn Sie problemlos Ihren Ellenbogen lecken oder Ihren Daumen zu Ihrem Unterarm berühren können, Glückwunsch, Sie gehören zu den Minderheit der Menschen. Aber manche Menschen bringen ihre Flexibilität auf das nächste Level. Diese Krankheit wird als Überbeweglichkeit bezeichnet. Sie ermöglicht es seltenen Individuen, ihren Körper in merkwürdige Positionen zu verdrehen, genau wie eine Schlange. Den Kopf zwischen die Füße zu stecken, eine Rückenbrücke zu machen und alle Arten von Spagat.
Aber in einigen Fällen kann Überbeweglichkeit die Sensitivität erhöhen, da solche Menschen ein größeres Mark haben. Dieser Bereich des Gehirns ist verantwortlich für die Verarbeitung von Emotionen. Diese furchtlosen Helden können in der Kälte nur mit Badehose bekleidet spazieren gehen und sich dabei gemütlich fühlen. Sie können barfuß im Schnee stehen und sogar in einem Fluss oder einem Eisloch schwimmen. Üblicherweise kommt dieses Talent nicht natürlich. Die Menschen stählen ihre Körper jahrelang, bis sie an die extreme Kälte gewöhnt sind. Natürlich tun sie das nicht nur, um cool auszusehen oder sich cool zu fühlen. Kitzelt es, wenn sie sich selbst kitzeln? Normalerweise würde es das nicht, es sei denn, jemand anderes kitzelt sie. Das passiert, weil der Kleinhirnbereich des Gehirns, der Bewegungen überwacht, die durch ihre eigenen Bewegungen verursachten Empfindungen voraussagt. Dann sendet es ein Signal an andere Teile des Nervensystems, um diese Empfindungen zu unterdrücken. Aber einige wenige Individuen können sich tatsächlich selbst kitzeln. Wenn sie nicht zu ihnen gehören, kann das Berühren einer neuen Textur, die das Gehirn noch nicht erkennt, oder die Verwendung eines Kopfhautmassagegeräts dazu beitragen, ihre Nerven zu erregen und Entspannung zu fördern. Stelle dich vor einen Spiegel, öffne deinen Mund und versuche, die Seiten deiner Zunge aufeinander zu rollen, um eine U-Form zu machen. Etwa 65-81% der Menschen sind natürliche Zungenroller und die Mehrheit sind Frauen. Einige glauben, es ist eine genetische Fähigkeit, aber neuere Studien haben gezeigt, dass Menschen diese Fertigkeit tatsächlich durch Übung erlangen können. Khechari Mudra ist ein Begriff aus dem Yoga, der bedeutet, die Spitze der Zunge zurück in den Mund zu kräuseln. Können Sie absichtlich Ihre Ohren wackeln lassen? Herzlichen Glückwunsch! Etwa 22% der Menschen auf der Erde sind in der Lage, ein Ohr zu wackeln. Was das Bewegen beider Ohren gleichzeitig betrifft, können das nur 18% tun. Ohrwackeln war für unsere entfernten Vorfahren etwas ganz Normales. Wissenschaftler glauben, dass sie eine Vielzahl von Bewegungen mit ihren Ohren ausführen konnten. Die Gruppe von Muskeln, die für das Wackeln verantwortlich sind, heißt die Ohrmuskeln. Und wir brauchen sie heute meistens nicht mehr. Aber einige Menschen behaupten, dass jeder lernen kann, seine Ohren zu bewegen. Es braucht nur Zeit und Übung. Wow, eine einzelne Haarsträhne kann 85 Gramm aushalten. Im Durchschnitt besitzt ein Mensch etwa 150.000 Strähnen. Und wenn dein Haar zusammenarbeitet, kann es über 13 Tonnen Gewicht tragen. Das sind zwei Elefanten ohne Erdnüsse. Dein Gehirn produziert genug Strom, um eine kleine Glühbirne zu erleuchten. Sofern du einen Weg findest, wie. Nägel und Haare schneiden tut nicht weh, weil der einzige Teil von ihnen, der lebendig ist, unter der Haut liegt. Außerdem wachsen Nägel im Sommer schneller als im Winter, selbst an Orten, wo es zwischen den Jahreszeiten nicht viele Unterschiede gibt. Außerdem wachsen die Nägel an deiner Schreibhand schneller, wahrscheinlich weil du sie öfter benutzt und das die Nägel stimuliert. Es scheint, als wäre der kleine Finger überhaupt nicht stark, doch das stimmt nicht. Ohne ihn würdest du 50% der Kraft deiner Hand verlieren. Für gewöhnlich arbeitet er mit deinem Ringfinger zusammen, um Kraft zu sammeln. Die anderen drei dienen eher dem Greifen. Oh, und genau wie Fingerabdrücke besitzt auch deine Zunge einen einzigartigen Abdruck, wenn du damit auch nicht dein Handy freischalten kannst. Zumindest noch nicht. Außerdem ist in deiner Zunge sehr viel Fett. Und wenn du zunimmst, tut es auch deine Zunge. In deinem Magen gibt es eine Säure, die Nahrung zersetzt. Sie ist so stark, dass sie sich durch ein Stück Holz fressen kann. Die Gesamtlänge aller Blutgefäße in einem Erwachsenen beträgt fast 170.000 Kilometer. Das ist viermal den Äquator entlang. Du produzierst in deinem Leben genug Speichel, um zwei Schwimmbecken zu füllen. Unsere Vorfahren brauchten Gänsehaut, damit die sich aufstellenden Körperhaare Feinde verscheuchten. Wir brauchen diese Funktion nicht mehr, haben uns aber trotzdem noch nicht so weit entwickelt, dass wir diese Eigenschaft losgeworden sind. Das ist dir wahrscheinlich noch nie aufgefallen, aber du atmest meistens nur durch ein Nasenloch. Alle paar Stunden wechseln die Nasenlöcher sich ab. Deshalb ist bei einer Grippe oft nur eines verstopft. Die meisten Menschen glauben, sie haben fünf Sinne. Doch das stimmt nicht. Noch weiß die Wissenschaft es selbst nicht genau, doch man vermutet, es sind mehr als 20. Abgesehen von Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken, werden da noch Sinne wie Zeit, Hunger und Durst. Dann gibt es noch Propriozeption, die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum. Das Gehirn erkennt nicht immer den Unterschied zwischen intensivem Glück und intensiver Trauer. Es versteht, dass du eine sehr starke Emotion spürst, doch ist manchmal etwas verwirrt. Deshalb weinst du manchmal vor Freude. Deine Augen bleiben dein ganzes Leben lang gleich groß, doch deine Nase und Ohren nicht. Das wäre so schräg.
In der Vergangenheit hatten alle Menschen braune Augen. Andere Augenfarben haben sich aus einer wahllosen Mutation herausgebildet. Die Wissenschaft vermutet, dass, auch wenn Menschen bereits seit 6 Millionen Jahren existieren, die ersten blauen Augen erst vor etwa 10.000 Jahren aufgetaucht sind. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass alle blauäugigen Menschen der Erde den gleichen Vorfahren haben. Onkel Heinz. Alle Knochen im menschlichen Körper sind miteinander verbunden, außer einem. Das U-förmige Zungenbein befindet sich unten an der Zunge und hält sie an ihrer Stelle. Knochen sind stärker als Stahl. Ein kräftiger, gesunder Knochen könnte theoretisch das Gewicht von 5 Jeeps aushalten. Trotzdem sind sie nicht der stärkste Teil des Körpers. Am stärksten ist der Zahnschmelz. Er besteht aus einem Haufen verschiedener Materialien, die ihn resistent gegen Schäden machen. Zähne sind langlebig und halten etwa 100 Jahre. Aber natürlich musst du sie pflegen. Sie sind der einzige Körperteil, der sich selbst nicht heilen kann. Dein Herz arbeitet rund um die Uhr und schlägt im Laufe deines Lebens etwa 3 Milliarden Male. Genau wie dein Herz macht auch deine Zunge niemals Urlaub. Selbst wenn du schläfst, hilft sie dabei, Speichel deinen Rachen hinunterzuleiten. Übrigens, wo ruhst du deine Zunge aus? Wenn du sie unten im Mund ablegst, machst du es falsch. Diese Position kann zu Hals- und Kieferschmerzen führen. Drückst du sie gegen die Zähne, machst du es genauso falsch. Das kann sie verschieben und zu einer Bissfehlstellung führen. Versuche stattdessen, sie irgendwo in der Mitte zu halten, etwa 1 cm von deinen Zähnen entfernt. Wir können nicht gleichzeitig atmen und schlucken. Das liegt daran, dass was auch immer wir schlucken und die Luft, die wir atmen, zuerst den gleichen Weg nehmen. Es ist, als ob da ein kleiner Kerl den Verkehr regelt. Deine Augen können atmen. Die Hornhaut ist der einzige Teil des Körpers, der nicht direkt mit Blut versorgt wird. Sie bekommt ihren Sauerstoff direkt aus der Luft. Deshalb können deine Augen jucken, wenn es draußen sehr trocken ist. Wir alle träumen. Manche Leute behaupten, sie hätten noch nie im Leben geträumt. Doch sie erinnern sich einfach nur nie daran. Manche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen glauben, dass auf den Traumzustand direkt ein Zustand des aktiven Vergessens folgt. Wahrscheinlich, weil Träume nicht gerade wichtige Informationen enthalten und unsere Gehirne Platz für Nützlicheres schaffen müssen. Diejenigen, die das Glück haben, sich an ihre Träume zu erinnern, vergessen trotzdem die Hälfte davon innerhalb der ersten 5 Minuten nach dem Aufwachen. Und nach 10 Minuten ist meistens alles weg. Wenn du rot wirst, färbt sich auch die Innenwand deines Magens rot. Das passiert, weil dein Blut stärker herumfließt, wenn du dich schämst, weil sich dein Körper auf eine Stresssituation vorbereitet. Dein Gesicht und deine Magenwände kriegen mehr Blut und werden rot. Menschen sind übrigens die einzigen Tiere mit dieser Funktion. Oder zumindest die einzigen, bei denen man sie klar erkennen kann. Im Laufe eines Lebens wachsen einem Menschen im Durchschnitt 949 Kilometer Haare. Und würde ein Durchschnittsmann sich nie rasieren, hätte er einen über 9 Meter langen Bart. Haare wachsen im warmen Klima etwas schneller, weil Hitze eine schnellere Zirkulation in unserem Körper anregt. Alles, was du jemals über dich selbst wissen musst, steht in einer einzigen Haarsträhne. In einem Haar kann die Wissenschaft erkennen, was du dein ganzes Leben lang über gegessen hast und in was für einer Umgebung du gelebt hast. Im Durchschnitt futtert ein Mensch sich im Laufe seines Lebens durch über 45 Tonnen Lebensmittel. Das entspricht 10 großen Nilpferden. Lippen sind einer der empfindlichsten Teile des menschlichen Körpers. Sie besitzen zahllose Nervenenden, mehr als noch deine Finger. Außerdem ist Lippenhaut sehr dünn, sodass du tatsächlich die Blutkapillaren darin sehen kannst. Deshalb sind unsere Lippen im Gegensatz zum Rest des Körpers rot oder rosa. Lippen sind außerdem sehr empfindlich für Schäden durch die Sonne. Denk also daran, Sonnencreme aufzutragen. Das hilft, ihre Gesundheit und ihre Fülle zu erhalten. Zusätzlich zu deinen Fingerabdrücken, deiner Iris und deiner Zunge sind auch deine Lippen einmalig. Die Gesamtoberfläche deiner Lunge ist etwa so groß wie ein Tennisplatz. Husten und Niesen sind unfassbar schnell. Ein Husten kann bis zu 80 km pro Stunde erreichen. Niesen ist sogar noch schneller, über 160 km pro Stunde. Solange du nicht die Finger zu Hilfe nimmst, ist es unmöglich, mit offenen Augen zu niesen. Die Wissenschaft weiß nicht wirklich, was da los ist. Manche sagen, es ist einfach ein Reflex, den du nicht kontrollieren kannst. Andere glauben, es soll deine Augen vor was auch immer du selbst in die Luft schießt, schützen. Alle Menschen leuchten förmlich. Das Licht kommt von deiner Körperwärme. Tatsächlich beträgt seine Intensität nur ein Tausendstel dessen, was du in der Lage bist zu sehen. Aber trotzdem, Hammer!
Der größte Speicherstick der Welt ist tatsächlich dein Gehirn, also jedes Gehirn. Die Neuronen in seinem Inneren ergeben zusammen einen Speicherplatz von etwa 1 Million Gigabyte. Das reicht aus für 3 Millionen Stunden Filme, was einem 300 Jahre langen Filmabend entspricht. Dann schieb mal das Popcorn rüber. Du beginnst, durstig zu werden, wenn du etwa 1% deines Körpergewichts verlierst. Verlierst du 5%, könntest du sogar ohnmächtig werden. Finger besitzen keinerlei Muskeln, die sich bewegen lassen. Die Muskeln dafür sitzen in der Handfläche und dem Unterarm. Das Wort Muskel stammt ursprünglich von dem alten lateinischen Wort für Maus. Die Römer fanden, dass ihr Bizeps aussieht wie eine. Im Durchschnitt geht ein Mensch in seinem Leben knapp 180.000 Kilometer. Das ist 4-mal der Umfang unserer Erde oder die halbe Entfernung zum Mond. Denk also daran, bequeme Schuhe anzuziehen. Manche Menschen sehen Farben als Buchstaben und Zahlen oder hören sie sogar. Diejenigen, die in der Nähe des Polarkreises leben, können verschiedene Schattierungen von Schnee nennen, weil sie ihn ständig sehen. Für andere ist er einfach weiß. In einigen Sprachen gibt es nur allgemeine Farbennamen. So steht Dunkel für kühle Farbtöne wie Schwarz, Blau und Grün. Und Weiß, Rot, Orange und Gelb werden als warme bezeichnet. Unser Auge kann mehr Variationen von warmen Farben verarbeiten als von kühlen. Und es gibt einen Stamm in Australien, der nicht die Farbe, sondern die Beschaffenheit, die Funktion und die Gefühle beschreibt. Sie haben überhaupt keinen Namen für Farben. Die Kandoshi, die an den Ufern des Amazonas in Peru leben, haben kein Wort, das das Konzept der Farbe selbst beschreiben würde. Stattdessen wird der Name eines gelben Vogels verwendet, um die gelbe Farbe zu beschreiben. Eine reife Frucht steht für rot, eine unreife Frucht für dunkelgrün. Viele Menschen verlieren mit zunehmendem Alter die Fähigkeit, bestimmte Farben wahrzunehmen. Mit etwa 70 Jahren werden die Augenlinsen gelblich. Dieser natürliche Gelbfilter, durch den sie schauen, lässt sie blau nicht mehr von violett und gelb von grün unterscheiden. Die Hälfte deines Gehirns verarbeitet visuelle Informationen. Ein viel kleinerer Teil ist für die Wahrnehmung des Geschmacks zuständig. Deshalb kann die Farbe einer Speise deinen Appetit anregen oder zügeln. Man wird immer den rotesten Apfel wählen, weil das Gehirn ihn als den süßesten und reifesten wahrnimmt. Da es von Natur aus keine blauen Lebensmittel gibt, fühlt man sich von ihnen am wenigsten angezogen und kann sie sogar fürchten. Deshalb ist blaues Licht in deinem Kühlschrank oder der blaue Teller eine gute Möglichkeit, weniger zu essen. Man wird sich immer für helleres Obst und Gemüse entscheiden, weil sie mit einem intensiveren Geschmack verbunden sind. Wenn du sie isst, fühlst du dich gesünder und glücklicher. Gelb kann deinen Appetit anregen, da du es mit Energie und Aufregung assoziierst. Weiß lässt dich mehr essen und weniger darauf achten, was du isst. Das liegt daran, dass weiße Lebensmittel in Bezug auf die Kalorien harmloser erscheinen. Isst man von einem weißen Teller, neigt er eher dazu, mehr zu essen, weil das Essen heller aussieht. Dein Gehirn merkt sich auch die Farbe von Lebensmittelverpackungen. Wenn man Chips mit Salz und Essig in eine Verpackung mit Käse und Zwiebeln steckt, bemerkt man den Unterschied im Geschmack vielleicht gar nicht. Die Lebensmittelhersteller wissen, dass man mehr kauft, wenn es in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen angeboten wird. Rot gibt dir Mut und Kraft für körperliche Arbeit. Gelb macht glücklicher, produktiver und selbstbewusster. Grün bringt Gleichgewicht und Harmonie in die Büroumgebung. Auch deine Augen lieben Grün. Sie brauchen keine Zeit, um sich an sie zu gewöhnen. Orange vermittelt das Gefühl der Behaglichkeit und Wärme und ist daher perfekt für eine Bürolounge. Vögel, Fische und viele Säugetiere sehen das gesamte Farbspektrum in all seiner Pracht, genau wie wir Menschen. Für einige Tiere ist ein gutes Farbsehvermögen von entscheidender Bedeutung. Ohne es können sie reife rote Früchte nicht von unreifen grünen unterscheiden. Wenn wir gähnen, spannen wir die Muskeln in Mund und Zunge an und durch den Kontakt können einige der Speicheldrüsen zusammengedrückt werden. So kann ein winziger Speichelstrahl abgesondert werden, ohne dass wir es merken. Ich hatte einen Freund, der das nach Belieben tun konnte. Es war beeindruckend. Speichel ist im Grunde genommen gefiltertes Blut. Das Blut wird dank spezieller Drüsen verarbeitet und spezielle Zellen nehmen seine Eigenschaften auf. Danach wird das Blut zu Speichel. Menschen mit rotem Haar machen 1% aller Menschen aus. 2% sind natürlich blond. Ja, die meisten Menschen färben ihr Haar. Schwarz ist die häufigste Haarfarbe der Welt. Dein Gedächtnis wird durch deine Körperhaltung beeinflusst.
Zum Beispiel ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich an eine Situation erinnerst, in der du jemanden zugewunken hast, wenn du erneut winkst. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass nur die Menschen wegen der Emotionen weinen können. Kein anderes Tier ist in der Lage, aus Traurigkeit oder Freude zu weinen. Die Pupillen verengen und erweitern sich, um das einfallende Licht zu kontrollieren. Bei starkem Lichteinfall verengen sie den Durchgang für das Licht, um das Sehvermögen nicht zu beeinträchtigen. In der Dunkelheit erweitern sich die Pupillen, um so viel Licht wie möglich einzufangen. Die Zunge hat viele Muskeln. Und einige von ihnen können sich nur anstrengen, wenn man eine neue Sprache lernt. Ein menschlicher Biss entzündet sich fast immer wegen der vielen Bakterien, die in unserem Mund leben. In dieser Hinsicht sind wir den Hyänen sehr ähnlich. Deine Knochen sind so konzipiert, dass sie täglich stark beansprucht werden und einige von ihnen nehmen das 2- oder 3-fache deines Körpergewichts auf. Das ist beeindruckend, aber deine Zähne sind noch stärker. Selbst wenn du dir 2-mal am Tag die Zähne putzt und nie das Mundwasser vergisst, bleibt dein Mund trotzdem einer der schmutzigsten Teile deines Körpers. Hier leben Millionen von Bakterien. Die gute Nachricht ist, dass die meisten dieser Bakterien gut für den Körper sind und ihn vor schlechten Bakterien und Viren schützen. Am Morgen bist du größer als am Abend. Während du schläfst, wirkt die Schwerkraft nicht mehr auf dich ein und deine Wirbelsäule streckt sich. Schade nur, dass man tagsüber kürzer wird. Eine Achterbahn wirbelt deine Organe durcheinander. Wenn du also das Gefühl hast, dass dein Bauch nach unten fällt, dreht er sich tatsächlich in deinem Körper. Nicht nur deine Fingerabdrücke sind einzigartig. Auch dein Zungenabdruck und dein Geruch. Wenn jemand an dir riecht, ist das Grund genug, um misstrauisch zu werden. Wenn man all deine Blutgefäße zu einer einzigen Linie zusammenziehen würde, Mann, das würde wehtun. Aber es würde mehr als 2-mal um die Erde gehen. Ein beeindruckendes Kunststück, das du nicht sehen würdest, weil du ohne deine Blutgefäße nicht leben kannst. Zahn- und Kopfschmerzen sind dank des Trigeminusnervs miteinander verbunden. Er verläuft durch den Kiefer bis zum Kopf. Wenn du also Zahnschmerzen spürst, gehen diese in der Regel Hand in Hand mit Kopfschmerzen. Man verliert Kalorien, indem man buchstäblich alles tut. Bei einem gesunden 8-Stunden-Schlaf verlierst du bis zu 800 Kalorien. Und ja, auch beim Essen verbraucht man Energie. Ein Mensch kann mehr als 20 Tage ohne Essen auskommen. Wenn du jedoch 10 Tage lang nicht schläfst, wird dein Körper einfach aufhören zu funktionieren. Apropos Schlaf. Der durchschnittliche Mensch vergisst 90% seiner Träume. Und vielleicht ist das auch gut so. Stell dir sonst vor, wie verrückt die Welt gewesen wäre. Die Farbe deiner Träume wird von dem Fernseher aus deiner Kindheit beeinflusst. Wenn du zu einer älteren Generation gehörst, die Schwarz-Weiß-Fernsehen gesehen hat, wirst du eher einfarbige Träume haben. Wenn du an Farbfernsehen gewöhnt bist, werden deine Träume auch bunt sein. Bei einem von 10.000 Menschen sind die Organe spiegelverkehrt und befinden sich nicht in ihrer üblichen Position. Das heißt, die Leber ist auf der linken Seite größer und die rechte Niere ist etwas größer als die linke. Menschen mit hellen Augen, blau oder grün, können Schmerzen besser ertragen als Dunkeläugige. Wissenschaftler vermuten, dass dies mit dem Melanin zusammenhängt, das die Farbe der Augen beeinflusst. Dein Fuß ist ungefähr so lang wie dein Unterarm. Wenn du mir nicht glaubst, sieh nach. Ich warte hier auf dich nicht. Wir Menschen haben 7 große Löcher im Körper. Den Mund, die Ohren, die Nase, die Augen und den, du weißt schon, Unterleib. Hey, wir sind Australier. Tag, Kumpel. Wir sind auch ein Torus, wenn du auf Geometrie stehst. Ein menschlicher Ring, ein Donut, eine Rettungsboje oder sogar ein Bagel. Bagel, lecker. Vergiss das Topping nicht. Im Ernst. Wenn man die Poren in deiner Haut und den Rest zählt, gäbe es Millionen von Löchern. Wahrscheinlich eher Billionen. Heiliger Strohsack, wir sind löchrig. Unser Körper strahlt eine winzige Menge Wärme ab. Dieses Licht ist 1000-mal weniger sichtbar als normales Licht. Du bist also noch keine Taschenlampe. Atme tief durch die Nase ein. Die Luft strömt nur durch ein Nasenloch nach oben. Und die Nasenlöcher wechseln sich immer ab. Sharing is caring. Unser Gehirn sagt uns, wenn der Körper schmerzt, aber es kann selbst keinen Schmerz empfinden. Es gibt keine Schmerzrezeptoren im Gehirn. Das Gefühl, dass sich dein Magen hebt, ist das, was tatsächlich passiert. Halt dich fest. Jeder Mensch hat einen einzigartigen Geruch, außer eineiigen Zwillingen. Sie haben die gleiche DNA und den gleichen Geruch. Unsere Fingerabdrücke dienen nicht nur dazu, uns bei der Polizei zu identifizieren, wenn wir etwas angestellt haben. Die Furchen ermöglichen es unserer Haut, sich zu dehnen, um Schäden zu vermeiden und unseren Tastsinn zu verbessern.
Wenn du Angst hast, kannst du viel stärker werden als vorher. Vielleicht nicht so stark, dass du ein Auto anheben kannst, aber du spürst Schmerzen und Müdigkeit nicht so schnell. Kurze Frage. Glaubst du, dass du alles über deinen Körper weißt? Bist du dir da ganz sicher? Wie sieht es mit dem Fakt aus, dass 25% der Knochen eines Erwachsenen in den Füßen stecken? Oder wusstest du, dass die Geschmacksknospen nicht die Beulen auf deiner Zunge sind? Also mach dich bereit, wir werden dir die Augen öffnen. Natürlich werden wir nicht an deinen Augen rumfummeln, wir machen hier auf der Sonnenseite keine Operationen. Könnte aber eine Idee für zukünftige Videos sein. Wie dem auch sei, jetzt kommen Körperfakten, die dich ganz schön verblüffen werden. Dein Magen kleidet sich alle 3 bis 4 Tage neu ein. Warum? Damit er sich nicht selbst verdaut. Dein Gehirn enthält mehr als 86 Milliarden Nervenzellen, die durch 100 Billionen Verbindungen vernetzt sind. Das ist viel mehr, als wir Sterne in unserer Milchstraße haben. Übrigens, wenn du all die vielen Nervenzellen in deinem Gehirn zählen wolltest, würdest du dafür etwa 3000 Jahre brauchen. Also fang lieber schon mal an. Deine Fingernägel wachsen schneller an deiner dominanten Hand. Das heißt, wenn du Rechtshänder bist, musst du die Nägel an dieser Hand öfter schneiden. Außerdem wachsen Fingernägel im Sommer und tagsüber schneller. Wenn dein Gehirn Nachrichten an verschiedene Körperteile sendet, reisen die Signale mit einer Geschwindigkeit von bis zu 430 Kilometer pro Stunde durch deine Nervenbahnen. Das ist viel schneller als ein Sportwagen. Wir Menschen verbringen mehr als 4 Jahre unseres Lebens mit Essen. Und zwar, weil die Bedienung im Restaurant so langsam ist. Spaß. Die schnellsten Muskeln in deinem Körper sind die, die deine Augen zum Blinzeln bringen. Sie ziehen sich in weniger als einer Hundertstelsekunde für einen Lidschlag zusammen. An einem Tag blinzelst du mehr als 15.000 Mal. Der Durchschnittsmensch verarbeitet in seinem Leben mehr als 450 Tonnen Essen. Das ist mehr als 7 Elefanten zusammenwiegen. Und wie isst man einen Elefanten? Richtig, Happen für Happen. Wenn jemand beschließen würde, die menschliche DNA abzuspulen, würde eine Strecke von mehr als 16 Milliarden Kilometer rauskommen. Und das ist 40.000 Mal mehr als die Entfernung zwischen Erde und Mond. Wenn du nicht an Schlaflosigkeit leidest, verbringst du wahrscheinlich etwa ein Drittel deines Lebens schlafend. Aber es gibt Lebewesen, die noch mehr schlafen. Hunde zum Beispiel verschlafen 44% ihres Lebens, eine Python sogar 75% ihrer Lebenszeit. An einem einzigen Tag legt das gesamte Blut in deinem Körper mehr als 19.000 Kilometer zurück. Das ist halb so lang wie die Strecke um die Erde. Dein Skelett erneuert sich innerhalb von 10 Jahren komplett. Und ja, alles ohne Operationen. Ein Erwachsener setzt für einen einzigen Schritt etwa 200 Muskeln ein. Da soll noch jemand sagen, ich würde nicht genug trainieren. Jede Minute wirft dein Körper mehr als 3000 Hautzellen ab. Das sind fast 200.000 Hautzellen pro Stunde und mehr als 4 Kilo pro Jahr. An diesen Abnehmplan hat auch noch niemand gedacht, oder? Aber keine Sorge, du hast immer noch etwa 300 Millionen Hautzellen, die sich erneuern. Übrigens erneuert sich deine Haut komplett alle 28 bis 30 Tage. Die Leber ist das einzige Organ im Menschen, das sich vollständig regenerieren kann. Schon 25% des ursprünglichen Lebergewichts reichen aus, um sie nachwachsen zu lassen. Hautzellen verursachen nicht nur unter deinem Bett eine Menge Staub, sondern auch in der Erdatmosphäre. Wenn jemand alle abgefallenen Hautzellen, die in der Luft schweben, einsammeln würde, würde dieser Staub bis zu 1 Milliarde Tonnen wiegen. Und das ist 150 Mal so viel wie das Gewicht der großen Pyramide. Wenn das mal kein Vergleich ist. Du kannst deine Geschmacksknospen mit bloßem Auge nicht sehen, weil sie so klein sind. Die kleinen Knubbel, die die meisten Menschen für Geschmacksknospen halten, werden Papillen genannt. Die Geschmacksknospen befinden sich oben auf diesen haarähnlichen Vorsätzen. Übrigens haben Geschmacksknospen einen sehr kurzen Lebenszyklus. Sie leben nicht länger als 10 bis 14 Tage. Das ist ein kurzer Vorgeschmack aufs Leben. Ein durchschnittlicher Mensch hat mehr als 100.000 Haare auf seinem Kopf. Und da diese Haare pro Jahr etwa 15 cm wachsen, können sie im Laufe eines Lebens ziemlich lang werden.
Manche Menschen hören, wie sich ihre Augäpfel in den Augenhöhlen bewegen. Okay. Im Gegensatz zu anderen Körperteilen wachsen deine Ohren und deine Nase immer weiter. Deine Haut wird faltig, wenn du lange im Wasser bist, aber nicht, weil sie Wasser aufnimmt. Wenn dein Körper nass ist, hast du wegen der faltigen Finger und Füße trotzdem noch einen guten Halt. Das ist so ähnlich wie bei deinen Autoreifen. Wenn sie neu sind, also das Profil ausgeprägter ist, haben sie eine bessere Bodenhaftung. Deine Augen sind ein erstaunliches Instrument. Sie können zwischen 10 Millionen Farben unterscheiden. Dein Gehirn verbraucht mehr als 20% der Energie deines Körpers, selbst wenn du dich ausruhst. Wenn du schläfst, verbraucht es immer noch fast so viel Energie wie im wachen Zustand. Und dabei verbrennt es etwa 330 Kalorien pro Tag. Etwa 25% aller Knochen eines Erwachsenen befinden sich, wie gesagt, in den Füßen. Ja, die meisten sind winzig, aber bedeutend. Denn wenn diese kleinen Knochen nicht richtig ausgerichtet sind, wirkt sich das auf den Rest des Körpers aus. Du machst am Tag etwa 20.000 Atemzüge. Versuch nicht damit aufzuhören. Ich habe heute übrigens meinen persönlichen Rekord im Atmen an aufeinanderfolgenden Tagen aufgestellt. Und morgen werde ich ihn übertreffen. Menschliche Knochen sind ein echtes Paradoxon. Sie sind fast 5-mal stärker als ein Stahlstab von der gleichen Breite, können aber beim Aufprall brechen, weil sie ziemlich spröde sind. Deine Finger haben keine Muskeln. Die Muskeln, die die Fingergelenke bewegen, befinden sich im Unterarm und in der Handfläche. Dein Körper besteht aus mehr als 37 Billionen Zellen. Auf der Erde leben mehr als 7 Milliarden Menschen. Das bedeutet also, dass in deinem Körper 5000-mal mehr Zellen existieren, als es Menschen auf der Erde gibt. Es hängt von deinem Lebensstil ab, wie viel du dich bewegst, aber der Durchschnittsmensch läuft in seinem Leben bis zu 180.000 Kilometer. Das ist halb so lang wie die Strecke von der Erde zum Mond oder mehr als 4 Runden um unseren Äquator. Wenn eine Person an Anosmie, auch Geruchsblindheit genannt, leidet, kann sie Gerüche nicht wahrnehmen und unterscheiden. Naja, eine gute Sache hat es ja. Du wirst durstig, wenn der Wasserverlust 1% deines Körpergewichts beträgt, mehr als 5% und du könntest in Ohnmacht fallen. Bei einem Wasserverlust von mehr als 10% des Körpergewichts kann die Dehydrierung das Ende bedeuten. Okay. Der stärkste Muskel deines Körpers, gemessen an seinem Gewicht, ist dein Kiefermuskel. Oh, das hört sich stark an, ja. Jeden Moment werden 50.000 Zellen in deinem Körper durch neue ersetzt. Das klingt nach einer Firma, für die ich früher mal gearbeitet habe. Am Ende seines Lebens kann sich der Durchschnittsmensch an bis zu 150 Billionen Informationen erinnern. Aber natürlich nicht, wo er seine Autoschlüssel hingelegt hat. Selbst wenn deine Fingerabdrücke stark beschädigt sind, wachsen sie mit ihrem ursprünglichen Muster nach. Dein stärkster Nieser kommt mit einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Kilometer pro Stunde aus deinem Mund geschossen. Fast so schnell wie ein Fallschirmspringer im freien Fall. Der Durchschnittsmensch hat etwa 250 Haare in jeder Augenbraue. Diese Haare werden alle 4 Monate komplett ersetzt. Die Speicherkapazität deines Gehirns entspricht etwa 4 Terabyte auf einer Festplatte. Das sind mehr als 8 Millionen Fotos. Menschen sind die einzigen Lebewesen, die von Natur aus auf dem Rücken schlafen können. Selbst Affen schlafen normalerweise im Sitzen, irgendwo angelehnt. Dein längster Knochen ist dein Oberschenkelknochen, nicht dein Musikantenknochen. Und der kleinste Knochen sitzt im Ohr. Der ist kleiner als ein Reiskorn. Das größte Organ deines Körpers ist deine Haut. Obwohl sie dünn ist, wiegt sie erstaunliche 4 bis 5 Kilo. Also so viel wie ein gesunder und wohlgenährter Stubentiger. Du glaubst, dein Schädel ist aus einem Stück? In Wirklichkeit setzt er sich aus 29 verschiedenen Knochen zusammen. Der einzige Teil deines Körpers, der sich nicht selbst heilen kann, sind deine Zähne. Ach, schade. Rechtshänder neigen dazu, ihr Essen hauptsächlich auf der rechten Seite zu kauen, während Linkshänder sich für die andere Seite entscheiden. Von Mal sehen, wie viele von diesen 19 erstaunlichen Fakten du bereits kennst. Wusstest du, dass die Musik, die du gerade hörst, deinen Herzschlag beeinflusst? Musik verändert unsere Stimmung. Sie kann dich aufmuntern und das ist noch nicht alles.
Ein gutes Lied spricht buchstäblich zu deinem Herzen, denn dein Herzschlag synchronisiert sich mit dem Takt, den du hörst. Musik wirkt sich auch auf deine Atmung und sogar den Blutdruck aus. Wir sind die einzigen Lebewesen im Tierreich mit einem Kinn. Es ist ein spezielles Knochenmerkmal, das vom Unterkiefer nach vorne reicht. Einige Forscher glauben, dass auch Seekühe und Elefanten ein Kinn haben, aber deren Strukturen sind nicht mit dem echten Kinn des Menschen vergleichbar. Niemand weiß so genau, warum wir ein Kinn haben, aber es könnte mit dem Sprechen oder Essen zu tun haben. Das gilt sicher nicht für alle, aber Zehennägel wachsen im Durchschnitt langsamer als Fingernägel. Und zwar nur etwa halb so schnell. Die Nägel an deinen längsten Fingern wachsen schneller als an den kürzeren. Und die Fingernägel an deiner dominanten Hand wachsen im Allgemeinen schneller. Apropos Nägel, mit dem Alter verändern sie sich deutlich und wachsen mit der Zeit langsamer. Außerdem werden sie dicker, weil sich die Nagelzellen im Alter anhäufen. Bei Fingernägeln ist das nicht anders, weil sich die Menschen mehr um sie kümmern. Zudem werden unsere Zehennägel im Laufe des Lebens mehr beschädigt als die Fingernägel. Unsere Ohren werden mit dem Alter größer. Nun nicht unbedingt größer, aber sowohl Nase als auch Ohren hängen mit dem Alter, weil unsere Haut an Elastizität verliert. Und auch die Schwerkraft trägt ihren Teil dazu bei. Einige Körperteile verändern sich auf ähnliche Weise, aber die Nase und die Ohren fallen uns als erstes auf. Die Ohrläppchen hängen nach unten, die Ohren bestehen aus Knorpel und im Gegensatz zu Knochen kann der Knorpel weiter wachsen. Wir haben das Zungenbein. Dieser ungewöhnliche Knochen ist mit keinem anderen Knochen verbunden. Er ist nur mit Bändern und Muskeln verbunden. Dieser Knochen befindet sich in deinem Rachen zwischen dem Kehlkopf und dem Kiefer. Er hält alle Muskeln im unteren Mundbereich in Position. Außerdem brauchen wir ihn, um richtig sprechen und schlucken zu können. Die Haut ist unser größtes Organ. Ein Mensch hat im Durchschnitt eine Hautfläche von 2 Quadratmetern. Das heißt, du könntest sie über den halben Boden eines normalen Badezimmers ausbreiten. Zudem macht deine Haut einen großen Teil deines Körpergewichts aus, etwa 15%. Mehr als die Hälfte deiner Knochen befindet sich in deinen Füßen und Händen. Die Hände haben jeweils 27 Knochen, die Füße jeweils einen weniger. Blinzeln befeuchtet nicht nur unsere Augen. Wir blinzeln 15 bis 20 Mal pro Minute und es gibt unserem Gehirn eine kleine Pause. Diese Pausen sind zwar sehr kurz, aber unser Gehirn kann sich blitzschnell wieder aufladen und weitermachen. Das ist so ähnlich wie wenn du deinen Computer neu startest. Ist dir schon mal aufgefallen, dass lauwarmer Kaffee nicht so gut schmeckt? Selbst bei einem perfekten Kaffee wirkt sich die Temperatur auf den Geschmack aus. Die Rezeptoren unserer Geschmacksknospen reagieren sehr empfindlich auf Lebensmittelmoleküle in Zimmertemperatur oder etwas wärmer. Wenn dein Kaffee also heiß ist, wirkt er weniger bitter, wodurch er besser schmeckt. Das liegt daran, dass deine Geschmacksknospen, die für die Wahrnehmung des bitteren Geschmacks zuständig sind, nicht so empfindlich sind, wenn dein Getränk heiß ist. Auch Gerüche beeinflussen den Geschmack. Selbst wenn er bitter ist, kann heißer Kaffee köstlich schmecken, weil du sein angenehmes Aroma wahrnimmst, was bei Kaffee mit Zimmertemperatur definitiv nicht der Fall ist. Apropos Geschmacksknospen, Mutter Natur hat uns sozusagen als Feinschmecker gebaut. Die menschliche Zunge hat 10.000 Geschmacksknospen, die salzig, süß, sauer, bitter und pikant unterscheiden können. Aber wusstest du, dass sie sich alle 2 Wochen verändern? Das ist wahrscheinlich eine unserer wichtigsten Eigenschaften. Versuche zum Beispiel eine Zitrone zu essen, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Schwieriger als gedacht, du runzelst reflexartig die Stirn als eine Art Ablehnungsreaktion auf den sauren Geschmack. Oder um dir selbst und anderen zu signalisieren, dass etwas nicht ganz stimmt. Früher konnte ein saurer Geschmack bedeuten, dass uns etwas schaden könnte. Deshalb hat die Evolution uns mit einem Schutz ausgestattet. Das menschliche Skelett ist nicht trocken, obwohl wir es uns wahrscheinlich so vorstellen. Dein Körper besteht zu 55-60% aus Wasser, aber die Flüssigkeit befindet sich nicht nur in deinen Muskeln, deiner Haut und deinen Organen, sondern auch in deinem Skelett. 1/3 deiner Knochenmasse ist Wasser. Unser Körper hat Streifen. Man nennt sie Blaschko-Linien. Es ist ein Streifenmuster, das den menschlichen Körper von Kopf bis Fuß bedeckt. Sie kommen an Beinen und Armen vor und laufen auch quer über den Rumpf. Sie sind meist unsichtbar. Forscher sehen sie als eine Art Relikt der menschlichen Entwicklung von einer einzelnen Zelle zu einem voll ausgebildeten und ziemlich komplexen Wesen. Jeder von uns hat ein ganzes Netzwerk in seinem Körper versteckt. Ja, die Rede ist von Blutgefäßen.
Sie sind winzig, aber wenn man sie alle aneinander reiht, kommt man auf ganze 97.000 Kilometer Blutgefäße in einem einzigen menschlichen Körper. Dein Körper leuchtet, aber unsere Augen können das nicht sehen. Das Leuchten ist etwa 1000 Mal schwächer, als wir wahrnehmen können. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Auch Tiere, die Stoffwechselreaktionen haben, leuchten. Bei diesem Prozess senden sie Photonen aus, die Licht erzeugen. Dein Oberkörper ist der Teil, der am meisten leuchtet. Und du leuchtest nicht immer gleich. Wenn du regelmäßig schläfst, ist deine Biolumineszenz gegen 16 Uhr am stärksten. Warum fühlen sich die meisten von uns nach einem Nickerchen so benebelt? Ein Nickerchen ist normalerweise toll. Es kann dein Immunsystem stärken, deine Stimmung verbessern und deine Leistung bei der Arbeit steigern. Manche mögen sogar den sogenannten Nappuccino, bei dem man direkt vor dem Nickerchen eine Tasse Kaffee trinkt. Durch die Kombination aus Schlaf und Koffein sollst du dann ausgeruht und gestärkt aufwachen. Aber wir sind alle unterschiedlich und manche wachen nach ihrem Nickerchen auf und fühlen sich mies. Das nennt man Schlaftrunkenheit. Wenn dein Nickerchen länger als 20 Minuten dauert, kennst du das wahrscheinlich. Das könnte mit Adenosin zusammenhängen, einem bestimmten Molekül, das sich in deinem Gehirn aufbaut, wenn du wach bist, und abbaut, wenn du schläfst. Wenn du dich groggy fühlst, dann kann das daran liegen, dass das Adenosin noch nicht vollständig abgebaut wurde. Wie dein Körper auf ein Nickerchen reagiert, hat auch etwas mit der Genetik zu tun. Übertreib's also nicht. Wenn du dich nach einem Nickerchen nicht gut fühlst, dann investiere lieber in eine gute Nachtruhe. Wenn du nachts Probleme mit dem Schlafen hast, dann versuche es mit Socken. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die Socken tragen, schneller einschlafen. Sie gaukeln deinem Körper vor, dass es wärmer wird, sodass dein Körper die Durchblutung der Haut erhöht. Dies wiederum senkt die Kerntemperatur deines Körpers ein wenig und das ist eines der Signale an dein Gehirn, dass es Zeit zum Schlafen ist. Aber trage nicht das gleiche Paar Socken, das du schon den ganzen Tag über anhattest. Halte die Dinge frisch. Der Darm ist das einzige Organ mit einem eigenen, unabhängigen Nervensystem. Es ist ein ganzes System mit 100 Millionen Neuronen in der Darmwand. Viele bezeichnen es als das zweite Gehirn. Neuronen sind wie Botenstoffe unseres Nervensystems, die Informationen an unsere Muskeln, Nervenzellen und Drüsen im ganzen Körper weitergeben. Und dein Darm ist so stark, dass er seine Funktionen selbst dann aufrechterhalten kann, wenn die primäre neuronale Verbindung zwischen deinem Gehirn und dem Darm unterbrochen wird. Wenn dein Gehirn also keine Chance hätte, mit deinem zweiten Gehirn zu kommunizieren, dann könnten die Neuronen dort unten trotzdem Informationen weiterleiten, sodass das System unabhängig funktionieren kann. Während eines Fluges verlierst du fast 8% deines Wassers. Das passiert, weil du dich in einer klimatisierten Umgebung befindest, in der die Luftfeuchtigkeit auf 10-15% sinken kann. Das ist dreimal trockener als in der Sahara-Wüste. Vergiss also nicht, viel Wasser zu trinken, wenn du in der Luft bist. Menschen mit Albinismus haben wenig bis kein Melanin, das Pigment, das Haaren, Haut und Augen Farbe verleiht. Dies ist ein sehr seltenes Phänomen. In den USA ist nur einer von 18.000 bis 20.000 Menschen ein Albino. Aber okulärer Albinismus ist noch einzigartiger. Experten kennen keine genauen Zahlen, aber sie schätzen, dass es nur eine von 50.000 Personen aufweist. Wenn eine Person okulären Albinismus hat, sind nur ihre Augen betroffen. Ihre Haut und Haare könnten etwas heller sein als die ihrer Familienmitglieder, aber der Unterschied ist nicht allzu groß. Helles Sonnenlicht bringt 17-35% der Menschen zum Niesen. Dieses Phänomen nennt man photischen Niesreflex. In der griechischen Sprache wird es Sonnenniesen genannt. Es passiert, wenn das Nervensystem fehlzündet. Wenn das passiert, kann einer der Nerven die Reflexe falsch interpretieren. Und dann zieht das helle Sonnenlicht nicht nur die Pupillen zusammen, sondern aktiviert auch die Nasenschleimhäute. Von Natur aus helles Haar bei Erwachsenen kommt nur sehr selten vor. Mit dem Alter wird es fast immer dunkler. Menschen, die auch im Alter eine helle Haarfarbe behalten, leben meist im Norden. Die Bayau sind eine Gruppe von Nomaden, die in den Gewässern rund um die Philippinen, Indonesien und Malaysia leben. Dank einer seltenen DNA-Mutation können sie bis zu 13 Minuten lang unter Wasser bleiben. Das Volk der Bayau hat eine viel größere Milz als der durchschnittliche Mensch, was ihnen einen genetischen Vorteil verschafft. Seenomaden brauchen sie, um nach Fischen zu jagen oder nach Dingen unter Wasser zu suchen, die für unterschiedliche Handwerke eingesetzt werden können.
Eine bestimmte Genmutation führt zu superdichten Knochen, die fast unmöglich zu brechen sind. Sie sind um ein Vielfaches härter als die Knochen des Durchschnittsmenschen. Auch die Haut dieser Menschen ist weniger anfällig für Alterung. Das mag vielleicht cool klingen, aber es gibt auch Nachteile. Wenn diese harten Knochen wachsen, üben sie oft viel zu viel Druck auf die umliegenden Nerven und das Gehirn aus. Die Augen einer durchschnittlichen Person enthalten drei Arten von Zapfenzellen. Sie helfen, die Farben im blauen, roten und grünen Spektrum zu erkennen. Dank ihnen können die meisten Menschen etwa 1 Million verschiedene Farbtöne unterscheiden. Aber diejenigen mit Tetrachromie haben 4 Zapfen in ihren Augen. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, bis zu 100 Millionen verschiedene Farbtöne zu sehen. So selten diese Sehanomalie auch ist, sie kommt bei Frauen viel häufiger vor als bei Männern. Übrigens, die meisten Menschen mit Tetrachromie merken nicht, dass sie die Welt bunter sehen als andere. Nur etwa mehr als 8% der Menschen haben Haarwirbel, die gegen den Uhrzeigersinn verlaufen. Ein Haarwirbel kann einfach oder doppelt sein. Nur sehr wenige Menschen haben dreifache Wirbel, aber es gibt sie. Nicht alle Experten stimmen mit dieser Theorie überein, aber einige Forscher behaupten, dass es einen Zusammenhang zwischen der Händigkeit und der Richtung eines Haarwirbels gibt. Für Linkshänder ist es 5-mal wahrscheinlicher, einen Wirbel gegen den Uhrzeigersinn zu haben, als Menschen mit einer dominanten rechten Hand. Nur 1 bis 5 Menschen von 10.000 haben eine ungewöhnlich geformte Pupille. In den meisten Fällen sieht sie ein bisschen aus wie ein Schlüsselloch oder ein Katzenauge. Dieses Phänomen wird Iriskolobom genannt und Wissenschaftler glauben, dass es genetisch bedingt ist. Superschmecker sind Menschen, die bestimmte Geschmacksrichtungen stärker schmecken als andere. Sie haben mehr Geschmacksknospen, diese kleinen pilzförmigen Beulen, von denen die Zunge bedeckt ist. Diese wiederum sind mit Geschmacksrezeptoren bedeckt, die dem Gehirn mitteilen, was du gerade isst. Diese Eigenschaft macht Superschmecker auch empfindlicher gegenüber bestimmten Lebensmitteln, zum Beispiel zu süßem, bitterem oder salzigem Essen. Sie haben auch mehr Schmerzrezeptoren auf der Zunge. Deshalb meiden diese Menschen scharfes Essen. Die Zahlen unterscheiden sich weltweit, aber im Allgemeinen sind 25-30% aller Menschen Superschmecker. 40-50% sind durchschnittliche Schmecker. Und 25-30% sind sogenannte Nichtschmecker mit einer schlechten Geschmackswahrnehmung. Weniger als 1% der Weltbevölkerung hat eine seltene Erkrankung namens Dextrokardie. Hierbei befindet sich das Herz zur rechten Seite des Brustkorbs, nicht zur linken. In ganz seltenen Fällen haben Menschen mit dieser einzigartigen Eigenschaft alle ihre inneren Organe auf der gegenüberliegenden Seite des Körpers. Nur 1 bis 5 von 10.000 Menschen haben ein Gehör, das man als perfekt oder absolut bezeichnen würde. Dies ist die Fähigkeit, musikalische Töne zu erkennen und nachzubilden. Dieses Merkmal wird oft weitervererbt. Es tritt auch eher bei Menschen auf, die ihre musikalische Ausbildung vor dem 16. Lebensjahr begonnen haben. Die alten Griechen erzählten Geschichten über feuerspeiende Kreaturen, die Chimäre genannt wurden. Hierbei handelt es sich um eine furchterregende Mischung aus einer Ziege, einem Löwen und einer Schlange. Im wirklichen Leben sind Chimäre Menschen, die 2 verschiedene DNA-Sätze haben. Wissenschaftler haben bisher nicht mehr als 100 Fälle von menschlichen Chimären dokumentiert. Die DEC2-Genmutation ermöglicht es Menschen, mit nur wenigen Stunden Schlaf pro Nacht auszukommen und sich trotzdem gut zu fühlen. Solche Kurzschläfer fühlen sich nicht müde und sie schlafen nie aus. Sie stehen in der Regel um 4 oder 5 Uhr morgens auf. Wow, das bin definitiv nicht ich. Nur bis zu 5% aller Menschen haben diese Eigenschaft. Eine interessante Entdeckung haben auch Wissenschaftler der Universität von Kalifornien gemacht. Sie behaupten, dass Menschen mit der DEC2-Mutation im Vergleich zu normalen Schläfern weniger Zeit benötigen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Der Morton's C ist eine Fußstruktur, bei der der zweite C länger ist als der erste. 3-22% der Menschen weltweit weisen diese Charakteristik auf. Michelangelos David und die Freiheitsstatue gehören unter anderem dazu. Im Gegensatz zur Mehrheit der Weltbevölkerung haben 1,5% der Menschen nur eine Palmarfalte. Das ist die Linie, die quer über deine Handfläche verläuft. Bei Männern tritt eine einzelne Palmarfalte häufiger auf als bei Frauen. Doch meistens wird auch dieses Merkmal in der Familie weitergegeben. Nur 3% aller Menschen haben Linien, die auf beiden Handflächen den Buchstaben X bilden. In vielen Kulturen wird dieses seltene Merkmal als Zeichen für eine starke Persönlichkeit angesehen. Einer von 500 Menschen hat eine zusätzliche Rippe, die Zervikalrippe genannt wird. Der durchschnittliche Mensch hat 2 Dutzend Rippen, 12 auf jeder Seite des Körpers. Aber einige glückliche Menschen können 25 oder sogar 26 haben. Zusätzliche Rippen treten häufiger bei Frauen auf,
Sie befinden sich im Bereich der Halswirbelsäule und wachsen direkt über dem Schlüsselbein. Sie können sich in Größe unterscheiden, von kleinen Knochen bis hin zu ausgewachsener Größe. In den meisten Fällen hat die Zervikalrippe keine Auswirkungen auf das Wohlbefinden, es sei denn, sie werden zu groß. In diesem Fall können Beschwerden auftreten. Nicht mehr als 50 Menschen haben jemals die Blutgruppe RH0 gehabt. Sie ist so kostbar, dass sie den Spitznamen Goldenes Blut trägt. Es kann für Menschen gespendet werden, die unglaublich seltene Blutgruppen haben und keine andere Blutspende annehmen können. Dieses goldene Blut wurde erstmals bei einer australischen Ureinwohnerin entdeckt. Wenn du ein winziges Loch in der Nähe deines Ohrs hast, bist du wirklich einzigartig. Es kommt bei nur 5% aller Menschen vor. In den USA werden weniger als 1% der Menschen mit diesem Loch geboren. In Asien und einigen Teilen Afrikas ist die Zahl etwas höher, von 4-10%. Dieses Merkmal wird oft genetisch vererbt. Es kann an einem oder beiden Ohren auftreten. Die Chancen stehen 50-50. Das Loch kann ganz durchgehen oder nur ein Grübchen, eine Delle oder sogar eine kleine Beule sein. Es gibt die Theorie, dass das kleine Loch ein Atavismus ist und ein Überrest aus der Zeit darstellt, als alle Lebewesen Kiemen hatten. Es gibt eine Genmutation, die Menschen hilft, das schlechte Cholesterin extrem niedrig zu halten. In diesem Fall instruiert das Gen den Körper, ein Protein zu produzieren, das die Menge an Cholesterin im Blut drosselt. Leider haben nur 2-3% aller Menschen diese nützliche Fähigkeit. Etwa 65% der Weltbevölkerung haben schleifenförmige Fingerabdrücke. Weitere 30% der Fingerabdrücke sind spiralförmig und nur 5% der Menschen haben bogenförmige Fingerabdrücke. Etwa 35% der Weltbevölkerung müssen sich keine Sorgen über die Schmerzen und Beschwerden machen, die durch Weisheitszähne entstehen. Ganz einfach, weil sie keine haben. Aber etwa 5 Millionen weniger glückliche Menschen müssen sich diese Beißerchen jedes Jahr entfernen lassen. Manche Menschen haben mehr als eine Reihe von Wimpern. Bei diesem Phänomen handelt es sich um eine genetische Mutation namens Distichiasis. In diesem Fall wächst eine zweite Reihe von Wimpern direkt hinter der ersten. All diese dichten, üppigen Wimpern sehen sicher schön aus, aber sie können auch Beschwerden verursachen. Einige Härchen können in die falsche Richtung wachsen oder an Stellen auftreten, wo eine Öldrüse sein sollte. Das kann zu Irritationen und Tränenbildung führen. Experten sind sich sicher, dass sich das tibetische Volk genetisch verändert hat, um in großen Höhen leben zu können. Sie haben ein Gen, das hilft, sich erstaunlich schnell an sinkende Sauerstoffwerte anzupassen. Diese evolutionäre Mutation ist eine der schnellsten, die jemals bei Menschen aufgezeichnet wurde. Die Entwicklung dauerte nur 3000 Jahre. Okay, ja, es ist möglich, deine Augen zu rollen, aber du schaffst das nicht ohne etwas Übung. Unsere Augen haben 4 Hauptmuskeln, mit denen es möglich ist, sie nach oben und unten und von Seite zu Seite zu bewegen. Es gibt noch 2 weitere Muskeln, die wir benutzen, ohne es zu wissen. Diese Muskeln helfen dir, deine Augen zu rollen oder zu rotieren. Wir können uns auf etwas konzentrieren, das sich dreht, und unsere Augen drehen sich mit. So bekommen wir ein stabiles Bild und behalten eine klare Sicht, ähnlich wie beim Autofokus einer Kamera. Wenn du deinen Kopf von einer Seite zur anderen und von oben nach unten bewegst, bewegen sich deine Augen in die entgegengesetzte Richtung. Das Auge eines durchschnittlichen Menschen hat 3 Zapfen, mit denen wir die roten, grünen und blauen Lichtspektren sehen können. Dadurch können wir etwa 1 Million verschiedene Farben sehen. Tetrachromaten dagegen können auch in ultravioletten Tönen sehen, weil sie 4 Zapfen in ihren Augen haben. Klick gleich auf Pause, um zu testen, wie viele Farben du sehen kannst. Zähl sie! Es waren 39 Farben. Wenn du fast alle gesehen hast, bist du vielleicht ein Tetrachromat. Einige Tiere wie Fledermäuse und Delfine können mit Hilfe von Echoortung sehen. Es gibt auch Menschen, die etwas Ähnliches können, genannt Klicksonar. Sie nutzen Klickgeräusche, um ein 3D-Bild eines Bereichs in ihrem Kopf zu erstellen, um sich so besser zurechtzufinden. Je mehr sie klicken, desto genauer wird das Bild von einem Raum oder einem Gebiet und sie können sich leichter orientieren. Pitch Perfect zu sein ist ziemlich selten. Weniger als einer von 10.000 Menschen haben diese Fähigkeit. Diese Menschen können Musiknoten aller Art genau identifizieren. Einer der vielen Vorteile dieses Talents ist, dass sie einen Song hören und sofort wissen, in welcher Tonart er ist. Hey, ich weiß nur, ein Leben ohne Musik wäre ganz schön still.
Menschen mit Dystichiasis werden mit einem zweiten Satz Wimpern geboren, die aus der inneren Seite des Augenlids wachsen. Diese zusätzlichen Wimpern sehen zwar hübsch aus, können aber das Auge reizen und Probleme wie Lichtempfindlichkeit, hängende Augenlider, Tränen und Entzündungen verursachen. Es gibt ein paar Möglichkeiten, das zu behandeln, wie zum Beispiel weiche Kontaktlinsen, Laser und Kryotherapie. Der holländische Gesundheitsguru Wim Hof behauptet, dass seine Atmung, seine Meditation und sein Training ihm geholfen haben, alle möglichen übermenschlichen Fähigkeiten zu erlangen. Er hat seinen Körper trainiert, sich an extreme Temperaturen anzupassen und sogar gelernt, seine eigene Körpertemperatur zu erhöhen. Er ist auch in der Lage, sich schneller an Höhenunterschiede anzupassen. Und er behauptet, dass seine Trainingsmethoden und sein striktes Ernährungsprogramm sein Immunsystem verbessert haben. Wir sollten jede Nacht zwischen 7 und 8 Stunden schlafen, um am nächsten Tag zu funktionieren. Aber es gibt einige glückliche Menschen, die nur 6 Stunden oder weniger pro Nacht brauchen. Das wird durch eine genetische Anomalie verursacht und scheint keine negativen Auswirkungen zu haben. Wir haben ungefähr 10.000 Geschmacksknospen, aber manche Menschen haben viel mehr. Das sind Superschmecker. Dank ihrer übernatürlichen Fähigkeit zu schmecken, sind süße Dinge wie Orangen, Erdbeeren und Süßigkeiten schon fast zu süß. Und bittere Dinge wie Brokkoli, Kohl, Spinat, Grapefruit und Kaffee sind zu intensiv. Nein, danke, ich behalte lieber, was ich habe. Die meisten Leute haben insgesamt 24 Rippen. Nein, nicht die Rippchen im Restaurant, die in deinem Körper. Aber es besteht die Chance, dass du einer der wenigen bist, die 25 Rippen haben. Etwa einer von 200 Menschen hat eine zervikale Rippe, quasi eine Ersatzrippe direkt über der ersten Rippe. Sie wird nur selten bemerkt, weil sie über dem Schlüsselbein liegt und ziemlich dünn ist. Hey, wann gibt's Essen? Ich habe aus irgendeinem Grund Hunger bekommen. Die Chancen stehen gut, dass du einen inneren Bauchnabel hast. Das liegt daran, dass nur etwa 10% der Weltbevölkerung einen nach außen gewölbten Bauchnabel haben, was ihn ziemlich selten macht. Das hat aber nichts damit zu tun, wie die Nabelschnur durchtrennt wurde. Unter dem Bauchnabel wird ein wenig Fett gespeichert und das bestimmt, welche Art von Bauchnabel wir am Ende haben. Gib also nicht der Hebamme die Schuld. Das Aussehen deines Nabels ist komplett genetisch bedingt. Wenn du gerne Höhenluft schnupperst, dann solltest du wissen, wie anstrengend das für deinen Körper ist. Schon einen Hügel zu erklimmen, kann eine schwierige Aufgabe sein. Aber nach ein paar Tagen wird es einfacher. Deine Lunge, deine Blutzellen und dein Körper passen sich schneller an, als du denkst, sodass du den wertvollen Sauerstoff länger halten kannst. Diese Anpassung dauert so lange, wie du in der Höhe bleibst. Wenn du wieder auf normaler Höhe bist, pendelt sich alles wieder ein. Wenn wir ins Wasser eintauchen, sinkt unsere Herzfrequenz und der Sauerstoffverbrauch verlangsamt sich. In den letzten Jahren haben Freitaucher, auch Apnoe-Taucher genannt, die Grenzen der menschlichen Lunge ausgereizt. Sie erreichten eine Rekordtiefe von 214 Metern. Eine Person hielt länger als 22 Minuten unter Wasser die Luft an. Wir wissen noch nicht genau, wo die Grenzen liegen, aber wagemutige Menschen werden sie austesten. Wenn eine Person ein fotografisches Gedächtnis hat oder auf einen kompletten Rückblick zugreifen kann, wird das eidetisches Gedächtnis genannt. Es ist die Fähigkeit, Töne, Bilder oder andere Dinge aus dem Gedächtnis exakt abzurufen. Manche können sogar anhand des Datums in einem alten Kalender sagen, welcher Wochentag es war. Leider kann man sich das eidetische Gedächtnis nicht durch Übung antrainieren. Man muss damit geboren werden. Ein Ultramarathonläufer namens Dean Karnazes ist einmal 563 Kilometer am Stück gelaufen und hat dabei 3 Tage nicht geschlafen. Berühmt wurde er vor allem, weil er 50 Marathons in allen 50 US-Bundesstaaten gelaufen ist, wohlgemerkt an 50 aufeinanderfolgenden Tagen. Er schaffte diese Leistung, weil er unter anderem den New York-Marathon in nur 3 Stunden absolvierte. Manche Menschen haben eine unglaubliche Fähigkeit, den richtigen Weg zu finden. Dabei kommen sie ohne Kompass oder Sterne klar. Ihre einzigartige Navigationsfähigkeit entsteht wohl durch die Signalstärke in einer bestimmten Region ihres Gehirns, die Entorhinalregion genannt wird. Leg die Rückseite deiner Hand und den Unterarm auf einen Tisch und drück dann deinen Daumen und kleinen Finger zusammen. Siehst du einen Muskel, der sich in der Mitte deines Unterarms anhebt? Falls nicht, keine Panik. Der ist nur rudimentär. Das bedeutet, dass er zu nichts mehr Nutze ist. Es ist ein alter Muskel, den wir früher zum Klettern benutzt haben. Etwa 10% der Weltbevölkerung haben ihn gar nicht mehr. Wenn du mit deinen Ohren wackeln kannst, kannst du dich bei deiner Ohrmuschelmuskulatur bedanken. Das sind die Muskeln an der Außenseite deines Ohrs. Auch wenn du nicht mit deinen Ohren wackeln kannst, hast du diese Muskeln. Aber im Vergleich zu anderen Säugetieren können wir unsere Ohren kaum bewegen.
Einige Säugetiere können ihre Ohren komplett drehen und Geräusche aus allen Richtungen orten. Beobachte einfach mal deinen Hund oder deine Katze. Das dritte Augenlid eines Hundes sieht vielleicht ein bisschen gruselig aus, wenn du es das erste Mal siehst, aber wir haben auch eine Art drittes Augenlid. Nur kann sich unseres nicht von selbst bewegen und bedeckt nur einen winzigen Teil des inneren Augenwinkels. Wahrscheinlich hatte es mal einen Zweck, aber jetzt ist es eigentlich nutzlos. Manchmal muss man einfach heulen. Und das ist auch gut für dich. Weinen kann auch die Produktion von Endorphinen anregen. Das ist unser natürliches Mittel für Aspirin. Dein Gehirn erneuert sich alle 2 Monate, deine Leber alle 6 Wochen. Deine Epidermis, oder einfach Haut genannt, jeden Monat. Sogar deine Magenschleimhaut erneuert sich, und zwar alle paar Tage. Wenn dein Körper das nicht tun würde, würde die Säure in deinem Magen nicht nur das Essen verdauen, sondern irgendwann auch dich. Na, was isst du heute? Oh, dich! Die menschliche Lunge enthält etwa 2400 Kilometer Atemwege und eine Gesamtoberfläche von etwa 70 Quadratmeter, wenn man sie flach auslegt. Aber ich schlage vor, wir machen das jetzt nicht. Deine Lunge ist rund um die Uhr im Einsatz und hält dich am Leben, weil sie atmet. Sie atmet 12 bis 15 Mal pro Minute, das sind etwa 17.000 Mal pro Tag. Dein linker Lungenflügel ist etwas kleiner als dein rechter, um Platz für dein großes Herz zu lassen. Nach Jahren der Beanspruchung können Füße schwach werden. Sie sehen dann so aus, als wären sie gewachsen. Das passiert, weil sich die Fußgewölbe abflachen, wodurch letztendlich breitere und längere Füße entstehen. Das stößt aber nicht jedem zu. Wer aber mit geschwollenen Füßen oder Knöcheln zu tun hat, ist anfälliger dafür. Falls das bei dir der Fall ist, hast du noch Zeit. Bis zum Alter von 70 oder 80 Jahren wachsen deine Füße nur um eine Schuhgröße weiter. Der Geschmack von dem, was du isst oder trinkst, wird stark von seiner Temperatur beeinflusst. Heißer Kaffee zum Beispiel wirkt weniger bitter und schmeckt viel besser, weil die Wärme unsere Geschmacksknospen, die Bitterkeit erkennen, austrickst. Das gleiche gilt auch für kalten Kaffee. Die Kälte maskiert den bitteren Geschmack und erzeugt einen angenehmeren Nachgeschmack. Kaffee bei Zimmertemperatur riecht und schmeckt nicht so gut, weil die Bitterkeit stärker hervortritt. Zu aggressives Zähneputzen ist möglich, aber überhaupt nicht gut für deine Zähne. Dadurch wird nämlich der Zahnschmelz abgenutzt, was deine Zähne empfindlicher für Heißes und Kaltes macht. Zähne können sich nicht selbst reparieren, also musst du dich um sie kümmern. Verlangsame deine Putzbewegungen und nimm dir fürs Zähneputzen 2 Minuten Zeit, um alle Zähne ordentlich zu reinigen. Denk auch an die Zahnseide.